Radio 1. Sanft und sorgfältig. Oh, ich hab da noch was im Hals. Entschuldigung. Es ist wieder 16.05 Uhr, es ist wieder Sonntag, hier ist Radio 1, hier ist wieder sanft und sorgfältig. Legen Sie so ein bisschen diesen Alltagszynismus der letzten Woche, der letzten Wochen, der letzten Monate von sich ab. Legen Sie ihn einfach ab, legen Sie ihn in die Ecke, schmeißen Sie ihn weg, denn jetzt kommen zwei völlig unzynische, unironische, freundliche Stunden. 1:1, die 1:1 Boys sind hier bei Radio 1. Am Mikrofon begrüßen Sie recht herzlich Oliver Marc Schulz und Jan Böhmermann. Wunderschönen guten Tag wünsche ich hier aus Berlin, aus der Hauptstadt. Ja, und wir sind auch angetreten, um mal eine Alternative zu diesem ewigen Mainstream zu bieten. Gerade eben wieder Bettina Rust mit einer total mainstreamigen Sendung, mit Mary Rose, mainstreamige Gartentipps und was man so bei QVC bestellen kann. Das war mir alles ein bisschen zu mainstreamig. Ich finde, wir sollten mal so ein bisschen unsere Aufmerksamkeit und auch die Aufmerksamkeit unserer geschätzten Zuhörer auf Dinge richten, die nicht so bekannt sind. Mal weg von diesen ganzen Superstars, Beethoven, Mozart, Haydn, Strauss. Vielleicht mal zu jemandem, zum Unbekannten, zum Underdog der Klassik. Jemand, der interessanterweise in dieser Woche 200 Jahre alt geworden ist. Ich weiß nicht, wo er lebt und wo er am Leben gehalten wird, 200 Jahre alt. In China wurde mir gesagt. Da ist er von Gunther von Hagens teilplastiniert. Wir gratulieren recht herzlich und widmen dieser Sendung einem der wenig bekannten Alternative Superstars der Klassik. Quasi sowas wie der Olli Schulz der Klassik-Szene eigentlich. Ich fühle mich sehr verbunden zu diesem Mann. Alles Gute, Richard Wagner. Und die ganze Musik in dieser Sendung ist ausschließlich von Richard Wagner komponiert. Auch die Songs, die laufen, wenn wir nicht reden, sind alle von Richard Wagner oder Neuinterpretationen von alten Wagner-Klassikern. Ist das nicht toll, Olli? Richard Wagner hat sich extra nochmal rangesetzt, für uns eine neue Musik zu komponieren. Heute für diese zwei Stunden. Dafür alleine verdient er schon mächtigen Applaus. Ich klatsch mal. Ja, bravo, ich klatsch auch. Bravo. Wusstest du, dass Richard Wagner Zeit seines Lebens Ostdeutscher war? Damals noch Mitteldeutschland, ja. Aber eigentlich Ostdeutschland. Aus heutiger Sicht Ostdeutscher, er ist in Leipzig geboren. Und hat alle Songs auf einer Banane komponiert, ist das richtig? Genau, auf einer einzigen. Auf einer klingenden, singenden Banane. Er ist in Auerbachs Keller geboren, da wo später ja auch Goethe seine größten Hits geschrieben hat. Ja. Und dann ist er irgendwie, nach Österreich gegangen, hat nach sich Süddeutschland. Verbündet. Er hat sich, glaube ich, mal mit, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz korrekt ist, aber er hat auch was mit Hitler am Laufen gehabt. Oder Hitler mit ihm, das weiß man auch nicht mehr. Nee, ich glaube eher mit Hitler. Ich glaube, Hitler wollte nicht so recht, aber er hat total gebaggert und war so stalkermäßig hinterher. Obwohl er lange vor Hitler lebte, komischerweise. Er hat vielleicht eine Zeitmaschine erfunden. Das weiß man nicht so ganz genau. Vielleicht hätte er auch eine App gehabt, mit der man sich so beamen konnte von Zeit zu Zeit. Es gibt nämlich bald eine neue App, Jan. Das kann ich kurz mal da einwerfen. Ich habe eine App erfunden. Mhm. Und zwar, du musst alle E-Mails, die du hast, in deinem Rechner behalten. Weil ich habe eine App, wenn du deine alte E-Mail anklickst, dann kannst du dich genau in diese Zeit, als diese E-Mail bei dir ankam, zurückbeamen. Das ist ja genial. Kommt nächsten Monat auf den Markt von mir. Back-in-Time-App von Olli Schulz. Ist aber schwierig, das durch einen App-Store zu bekommen bei Apple. Die sind da wahnsinnig pingelig. Und vor allen Dingen, wenn sie eine Idee richtig geil finden, dann halten sie die App zurück, damit sie das dann selber realisieren können im neuen Betriebssystem. Ach, Schweine sind das. Das sind total... Übrigens, das neue Apple-Macintosh-Betriebssystem kommt im Herbst auf den Markt. Das ist jetzt sind sie weg aus dem Raubkatzen-Milieu. Ja. Das neue Mac OS Y heißt Mac OS Y Blue Whale. Okay, ich bin da leider überhaupt nicht auf dem Laufenden, up to date. Ich habe da leider keine Ahnung von. Jan, aber was ich mal sagen muss, du hast so eine Energie in der Stimme. Wie kommt das eigentlich? Da ist so eine Power. Die ersten 8 Minuten hast du hier das gesamte Spielfeld so dominiert wie die Bayern gestern gegen Dortmund. Wie kommt sowas? Was ist bei dir passiert? Es ist immer noch das Restadrenalin, weil ich habe gestern das Spiel verpasst. Ich habe nämlich am Ende der Eröffnungsfeier nach dieser Ritterschlacht einen 45-minütigen Orgasmus bekommen, bin danach eingeschlafen. Ich habe es mir auch angeguckt gestern und ich bin völlig schwach und völlig kraftlos. Weil sowas Geiles habe ich wirklich selten gesehen. Ich bin der Meinung, die Engländer, das war ja gestern in London, das Finale zwischen Dortmund und Bayern. Und ich bin mir sicher, dieses Ritterturnier haben sich die Engländer ausgedacht, um es wieder irgendwie bloßzustellen. Das kann unmöglich aus dem Kopf eines Deutschen gekommen sein. Die Engländer haben gedacht, komm, lass die ein Ritterturnier machen, da freuen sich die Deutschen. Und die anderen denken alle, was für Vollidioten sind das. Und ich habe gedacht, sind das deutsche Schauspieler und Laienschauspieler, die da auf dem Spielfeld aneinander geraten? Aber ein kurzer Blick in die Gesichter machte klar, Das waren Profis. Und diese verwachsenen Inselvisagen sind absolut ganz, ganz bestimmt britischen Ursprungs. Und da hat man uns, glaube ich, gestern, ich weiß nicht, so im Subtext so eine gewisse kriegerische Grundeinstellung unterstellt. Die Engländer sind auch neidisch auf uns. Weil sie das nicht geschafft haben, uns in zwei Weltkriegen alleine zu besiegen. Naja, weil bei uns schon seit Jahren Sodomie und Inzucht irgendwie verboten ist.
Egal, nichtsdestotrotz. Kaum läuft Wagner, sind wir irgendwie so ein kleines bisschen über die braune Linie drüber. Ich weiß auch nicht, ob es an Wagner liegt. Obwohl Wagner hat ja sich im Nachhinein jetzt, ich glaube, von Jakob Augstein und Ken Jebsen die Antisemitismus-Unbedenklichkeitsurkunde ausstellen lassen. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Bist du denn wirklich Wagner-Fan? Kennst du dich in der Klassikbranche aus ein bisschen? Nee, ich bin, naja, was heißt auskennen? Ich bin über seine Pizzen halt an die Klassik. An die Steinofenpizza oder diese normale? Nee, ich habe diese American, die finde ich eigentlich ganz gut. Und dann habe ich da irgendwie beim Pizza-Essen öfter mal Songs von ihm gehört und bin dann da irgendwie drauf geblieben. Ich weiß auch nicht. Lass uns ganz kurz nochmal über das Spiel gestern reden. Ja. Hast du es dir ganz angeguckt? Ja, bis Bayern, zu diesem unsäglichen, nicht gepfiffenen Foul von Ribéry. Das kann ja wohl nicht angehen. Nee, das kann wirklich nicht angehen. Nichtsdestotrotz, ich war so enttäuscht. Gestern lag hier eine Stimmung, also beziehungsweise eine Spannung in der Luft in ganz Berlin, als würde irgendwas Großes passieren. Es wäre WM-Finale. Ja. Und dann habe ich mich davon von diesem gesellschaftlichen Druck fügen lassen und habe mir das Spiel angeguckt, habe mir dieses beknackte Ritter-Vorspiel angeguckt, habe das Spiel gesehen. Dann war das nur ein ganz normales Bundesligaspiel und irgendwie war ich so enttäuscht. Ich finde, man hat so viel erwartet und dann war das einfach ein ganz normales Spiel und die Bayern haben am Ende wieder das Tor gemacht. Das 2-1 und dann war das und dann sitzt man vorm Fernseher nach 2 Stunden und ist so enttäuscht und irgendwie ist man so kraftlos. Lohnt es sich überhaupt noch? Und dieser Bela Reti, dieser Kommentator, der hat dann auch immer noch so versucht, so durch so Spökenkickerei und durch so Sachen zu sagen wie, es ist noch immer alles möglich und da waren noch irgendwie 30 Sekunden zu spielen und da hat er immer versucht, ja und noch können es die Dortmunder schaffen und das ist doch Bullshit. Die Dortmunder hatten keine Chance gestern, die haben die ersten 15 Minuten gut gespielt, ansonsten haben die Bayern das dominiert und immer dann dieses Getue, also mich hat es fertig gemacht gestern. Und was mir aufgefallen ist, nach so einem Länderspiel, nach so einem großen Finale in einem internationalen Turnier zwischen Nationalmannschaften, die gegeneinander spielen, da schaut man sich auch gerne die Jubelfeiern an, aber man will irgendwie die Bayern nicht feiern sehen. Man will die nicht feiern sehen, man will auch nicht Merkel sehen, wie die dann irgendwie Jupp Heynckes umarmt und so. Ja, das ist irgendwie was ganz Schlimmes. Du hast gesehen, Merkel saß direkt neben Uli Hoeneß. Wenn Merkel und Jupp Heynckes und Uli Hoeneß sich gegenseitig umarmen oder anfassen, ich glaube, dann stirbt irgendwo auf der Welt ein Katzenbaby. Jedes Mal, wenn Jupp Heynckes Angela Merkel umarmt, dann stirbt irgendwo auf der Welt ein Katzenbaby. Bin ich mir ziemlich sicher. Worüber hat die Merkel mit Uli Hoeneß geredet? Vielleicht so gesagt, ist alles gar nicht so schlimm, Uli. Ich werde das schon regeln für Uli, dich. Uli, Kopf hoch. Dich hauen wir da irgendwie raus. Okay, das war scheiße mit den Steuern, aber deine neue Currywurst bei McDonald's, die ist richtig lecker. 0331 70 99 111. Wenn Sie uns ein paar Funfacts zum Thema Wagner mitteilen möchten, wir sind, merken Sie ja, so eher Wikipedia-mäßig informiert. Ich habe eine aufrichtige Anfrage heute an alle Radio 1-Hörer. Oh. Falls Sie normalerweise diese Sendung wegschalten, jetzt aber glücklicherweise noch eingeschaltet haben und uns eigentlich verachten für unsere Dummheit, dann können Sie uns heute helfen, vielleicht richtig schlaue Menschen zu werden, wie Sie einer schon sind. Und uns einfach mal helfen, was in der Klassikszene, welchen Stand hat eigentlich Wagner heutzutage? Wer hat von Wagner geklaut? Von wem hat Wagner geklaut? Wie ist wirklich, also ich kenne mich wirklich sehr gut aus im popkulturellen Bereich. Ich kenne mich mit Rockmusik, mit Metal gut aus. Sogar mit Jazz kenne ich mich halbwegs gut aus. Aber in der Klassikszene fehlen mir die Basics. Ich würde mich über jeden intellektuell gebildeten oder klassikgebildeten Hörer freuen, der heute anruft und uns ein bisschen was erzählt über die Klassik-Hierarchien. Wo steht Wagner? Ist Wagner über Beethoven? Ist er unter Beethoven? Wo ist eigentlich wer? Wer ist der Global Big Player? Ist Mozart die Nummer 1? Ist Mozart der AC DC-Freak unter denen, ich kenne mich da nicht aus, helfen wie, Sie wie, uns. Wie verhält sich denn David Garrett zum Beispiel zu Wagner? Ist David Garrett besser oder schlechter als Hast Wagner? Du gestern noch gesehen, die Top 535 Rock-Songs aller Zeiten von Oliver Geissen moderiert auf RTL, da war nämlich David Garrett und hat We Will Rock You gespielt von Queen auf der Geige. Das war auch echt eine unangenehme Situation. Hast du das angeguckt? Nee, aber ich will wahnsinnig gerne David Garrett mal die Augen aus dem Kopf lutschen. David Garrett, genau. Den würde ich auch gerne meine Meinung geigen. Der hat dann zusammen mit, dann hat er noch erzählt, gestern, der war auf dem Sofa mit Oliver Geissen und hat erzählt, dass er jetzt in L.A. war, um seine neue Platte aufzunehmen und da hat er Slash getroffen. Oh, und Slash, den Gitarristen von Guns N' Roses, und der hat dann zu ihm gesagt, lass uns doch mal was starten zusammen. Und jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr erwartet uns eine große Kooperation zwischen David Garrett und Slash, dem ehemaligen Gitarristen von Guns N' Roses. Da steht uns Großes bevor. Und dann werden die nächstes Jahr beim Champions League Finale beide als Ritter verkleidet, vielleicht im Wembley Stadion stehen und gegeneinander fiedeln die Wette. Ist denn eigentlich Slash als einer der Großen der internationalen Rockszene mittlerweile so geisteszustandsmäßig vergleichbar mit dem,
Thomas Gottschalk zum Beispiel, also jemand, der von seiner Legende lebt, aber irgendwie in letzter Zeit die falschen Entscheidungen trifft, weil ist der bescheuert, mit David Garrett was zu machen? Davon der ist seit drei Jahren clean, der raucht David nicht mehr. Garrett. David Garrett nicht, der ist voll drauf noch. voll aber drauf. Slash hat aufgehört mit dem Saufen, hat aufgehört mit dem Drogennehmen, hat aufgehört mit dem Rauchen, soll wirklich ein gesundes Leben führen und der Arzt hat wohl gesagt, deine Lunge sieht aus wie die erste Autobahn, die damals gebaut wurde in Deutschland und immer noch fahrbereit zwar ist, welche, aber nicht und mehr welche lange. Ist es? Welche ist es? Welche Autobahn war die erste? Na komm. Zwischen Hamburg und Berlin, glaube ich. Ist völlig falsch. Hamburg und Lübeck. Nein, zwischen Köln und Bonn, die heutige A555, gebaut von wem? Höchstpersönlich? Albrecht Speer. Genau, von Albrecht Speer, dem Evil Twin von dem, wenn das überhaupt was gibt, von Albert Speer. Hatte eigentlich Hitler einen Evil Twin? Keine Ahnung. Was wie Mario und Wario? Könnte vielleicht möglich sein. Aber Hitler ist ja damals aus dem Töpferkurs geflogen. Wusstest du es eigentlich? Weil er sich im Ton vergriffen hat. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Sie merken, Wagner beeinflusst das Niveau dieser Sendung in keiner Weise. Wir sind nach wie vor auf dem Stand von Fünfjährigen geisteszustandsmäßig. Rufen Sie an, wenn Sie sich beteiligen möchten. 0331 70 99 111. Und jetzt gibt's was Neues von Tim Bensko. Der hat endlich mal was Cooles mit Andreas Slash. Mit Slash und Andreas Burani zusammen gemacht. Und auch Johannes Oerding hat noch seine Finger da irgendwie mit drin. Und zwar spielen sie jetzt hier den zweiten Akt aus der Walküre von Richard Wagner. Wahnsinn. Oh, hoffentlich hat irgendwie Andreas Burani geile Lyrics geschrieben. Jetzt geht's los. Musik, die zu diesem Wetter passt, liebe Radio 1-Hörer. Ich weiß, Sie sitzen zu Hause eingekuschelt mit einer dicken, warmen Pferdedecke, haben so einen schönen Becher warmer Milch mit Honig in der Hand, lauschen uns beiden und sind zu faul anzurufen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wagner ist das Thema unserer heutigen Sendung. 200 Jahre Wagner, der große Scharlatan der Klassikszene. Was ist aus ihm geworden? Was macht er heute? Wie groß ist eigentlich immer noch sein Werk? Also wie groß ist sind seine Taten gewesen in der heutigen Zeit? Wo findet man noch überall Wagner? Jan, kennst du dich ein bisschen aus? Kannst du mir helfen? Ich kenn mich sehr gut aus mit Wagner. Ich weiß, dass er einmal im Jahr auf einem Festival in Bayreuth spielt. Immer noch? Ja. Er ist quasi sowas, also der ist einfach so ein Bühnentier. Bis ins hohe Alter ist er jetzt 200 Jahre alt. Hat er eigentlich nachkommen? Gibt es noch Leute, die jetzt noch... Nein. Der war... Einzelkind. Er war Einzelkind und das Ende einer langen... Er hatte nämlich nichts anderes als Musik im Kopf. Ja. Und hat deswegen keine Zeit gehabt zur Fortpflanzung. Er hätte 5 Minuten gehabt, als er 17 war, die mal zwischendrin einzuschieben, aber da ist er dann lieber auf Klo gegangen. Wie alt ist er denn geworden? 200. Ach so, okay, ja. Was meinst du, warum wir heute 200 Jahre Wagner sind? Aber er hat doch offiziell seinen Tod vorgetäuscht, aber in meinem gewissen Alter. Das machen ja viele große Stars und leben dann auf einer Insel zusammen mit Biggie Smalls und Tupac. Es gibt doch diese Insel, wo die alle leben, ja, genau. Die, wenn die keine Lust mehr haben auf Showbusiness, wo wir irgendwann auch hingebracht werden. Ja. Und das ist so eine Insel, dann täuscht man seinen Tod vor, am besten noch einen sehr spektakulären Tod. Und dann wird man abgeholt vom Mossad. Und der Mossad bringt dann auf eine Insel irgendwo in der Südsee. Und dort wird man dann begrüßt von Biggie Smalls und Tupac und Elvis und all diesen anderen großen Stars, die natürlich noch leben. Jim Morrison, Sänger der Doors. Mit solchen geilen Verschwörungstheorien, warum machst du nicht einfach mal ein eigenes Blog auf, Olli? Das wäre doch mal super. Ich glaube, Verschwörungstheorien, das gibt's im Internet noch gar nicht. Das würde ich gerne mal machen. Ja, stimmt. Und der Wagner, wann hat er seinen Tod vorgetäuscht? Wie alt war er da? Ich glaube 27. Der legendäre Club 27. Ja. Und wie ist er gestorben? Ja, an gebrochenem Herzen wahrscheinlich. Und wer hat ihm das Herz gebrochen? Ja, ich würde jetzt... War der eigentlich befreundet mit anderen aus der Klassikszene? War ein Einzelgänger. Der war quasi sowas wie du und ich. Nur halt in der Klassikszene. Also eigentlich ein total asozialer, also inkompatibler Typ. Asozialer Wichser, der aber genial war in seiner Art. Kann man das so sagen? Ganz kurz, bevor wir weiter auf Wagner eingehen. Vielleicht in Gedenken an Richard Wagner. Er hat auch viele Lyrics geschrieben, was auch viele gar nicht wissen. Die Zauberflöte zum Beispiel ist von ihm. Ja. Ganz tolle Texte und... Winterreise. Genau. Hat auch teilweise Musicals komponiert. Da ist ja er auch, habe ich öfter schon mal erzählt, mein Metier. Miss Saigon ist in großen Teilen auch von Wagner, also die Lyrics. Mich würde das interessieren, ob zum Beispiel die Musical-Szene, die ja auch sehr bombastisch ist und wirklich, und Wagner hat ja, das weiß ja sogar ich, sehr bombastische, pompöse Sachen gemacht, ob die Musical-Szene zum Beispiel inspiriert wurde von Wagner. Kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du nicht? Nee, das ist, glaube ich, war eine Zeit lang nicht kommod, sich von Wagner inspirieren zu lassen. Mittlerweile sind wir da ungenierter, man kann sich wieder von Wagner inspirieren lassen. Ich fühle mich durch diese Musik, die jetzt im Hintergrund läuft, echt schon seit einer halben Stunde wahnsinnig inspiriert. Die Sendung hat irgendwie was, ich weiß nicht, was Dramatisches, aber auch was Gefährliches. Ich fühle mich unangreifbar gerade. Ich sitze hier auf meinem hohen Ross.
Irgendwie werde wie jeden Sonntag merkwürdig angeguckt von den Redakteuren von Radio 1, die um mich herum sitzen. Ich fühle mich so, als würde ich auf einem Dinosaurier sitzen, auf einem Triceratops. Als würde ich auf einem Triceratops reiten und all das Böse dieser Welt kommt mir entgegen und ich bekämpfe es auf meinem Dinosaurier und ich sehe Regenbögen und ich sehe Vögel, ich sehe Düsenjäger, ich sehe Wolken und ich sehe ein Schwert in meiner Hand und ich sehe einen nackten Oberkörper. Ich sehe Marlon Brando. Aber es ist nicht mein nackter Oberkörper, es ist der von Harald Glöckler und ich sehe ein aufgemaltes Sixpack. Auf einem schwabbeligen Bauch ein aufgeerbrasches Sixpack. Was ich eigentlich sagen wollte, Olli, ganz kurz, Wagner, halt mal eben ganz kurz die Posaune. Was mich seit einigen Tagen beschäftigt, ist der neue Song von Tim Bensko. Hat der wirklich einen neuen Song gemacht? Am Seidenen Faden heißt er. Und zwar, ich glaube, es ist die Bridge. Was singt er denn da? Er singt, ist ein Lyrik, also es geht jetzt um Lyrik, um eine Textzeile und ich glaube, es ist in Gedenken an Klaus Lage komponiert, beziehungsweise geschrieben worden, diese Zeile, weil sie macht irgendwie keinen Sinn. Mit meinem Wolf Schneiderschen Textverstand macht das in meinem Kopf keinen Sinn, was er da singt. Er singt nämlich, ich zitiere Tim Bensko, und jeder Atemzug hängt am seidenen Faden, nur so lange, bis wir da sind. Und jeder Atemzug folgt dem roten Faden, nur so lange, bis wir da sind. Wie kann denn ein Atemzug am seidenen Faden hängen? Na, ist das jetzt Poesie, die sich mir nicht erschließt, oder ist er einfach nur bescheuert? Schnappatmung vielleicht. Das und wie kann ein Atemzug einem roten Faden folgen? Das riecht für mich, ich meine, TBC ist ein Thema in Ostblockstaaten und im Westen Brandenburgs, aber das ist ja nun, ich sag mal, keine Sache für so ein romantisches Lied von Tim Bensko. Jeder Atemzug hängt am seidenen Faden. Aber das ist doch schon immer so gewesen, da kann ich dir jetzt zum Beispiel sagen, in der Schlagerszene, und ich würde Tim Bensko jetzt zum Schlager dazu rechnen, ist es einfach so, dass man einfach auch wahnsinnig sinnlose Texte schreiben kann und Leute finden da irgendwas drin und interpretieren das dann als eine besondere Größe. Kannst du dich noch erinnern an, es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es gestern noch gar nicht gab. Ja. Das ist auch eine Textzeile, die wurde geschrieben irgendwie von Drogenabhängigen oder aber so, keine Ahnung. Weißt du, aber wer an solchen Textzeilen wie und jeder Atemzug hängt am seidenen Faden, nur so lange bis wir da sind, irgendwas findet, der hält auch Katzenscheiße im Sandkasten für Gold. Das kann möglich sein. Ich kenne mich mit dem Werk von Tim Bensko genauso wenig aus wie mit dem Werk von Richard Wagner. Und meinst du, da gibt es Parallelen zwischen den beiden vielleicht? Missverstandene beides Größen. Beides gigantische Egos. Ja. Beide haben sowas, ja, was Unnahbares, Unendliches, Tausendjähriges. Tim Bensko ist auch für mich der tausendjährige Popmusiker. Okay, ja, wird produziert von dem gleichen Produzenten, der meine ersten drei Platten gemacht hat übrigens. Oh, zur Insider-Wissen. Ach so. Ja, in Hamburg. Ist nicht deine letzte Platte, die nicht von diesem Produzenten produziert ist, die erfolgreichste gewesen? Richtig, das stimmt. Aber trotzdem waren die auch schon damals erfolgreich. Nichts gegen den Produzenten, ganz feiner Kerl. Ja, so, nett waren sie alle. Nett sind sie immer alle, Olli. Jan, auch Wagner war nett privat. Ich muss dir gleich was ganz Wichtiges erzählen, Jan. Ich war gestern im Naturkundemuseum und habe mir gestern Dinosaurier-Skelette angeguckt. Da hast du mich gerade drauf gebracht. Das alles und viel mehr nach einem heißen Tipp, den wir für die Radio 1-Hörer haben. Radio 1. Judith Mikoll, ich würde gerne... Mit Olli und Jan. Judith Mikoll, ich muss hier eine Sache ganz kurz fragen. Du siehst so gebildet aus. Du siehst aus wie eine Frau, die im Leben steht und auch irgendwie ein gutes Allgemeinwissen hat. Wer ist denn die Nummer 1 in der Klassikszene? Wer ist der unangefochtene Gott der Klassikszene? Du weißt das doch bestimmt. Wie würdest du Wagner da so... einsetzen? Ich mag Wagner nicht. Ich bin großer Bach oder große Bach-Fanin. Bach, ja? Ja, Barock. Ja, ist so. Nee, Bach ist sowas wie der Western in der Klassik. Nein, Bach ist toll. Prokofjew ist auch nicht schlecht und Mahler. Gustav Mahler, ne? Der ja auch, ich glaube, mit Wagner. War das nicht mal so ein RAF-Anwalt, der dann später Nazi geworden ist? den gibt's auch. Das ist aber nicht der Komponist. Du hast mit drei Sätzen einfach uns beide schon wie dusselige Idioten da stehen lassen, weil du einfach drei Namen gesagt hast, die wir wahrscheinlich alle noch gar nicht kennen. Es ist wirklich eine Schande, dass wir zwei Stunden bei Radio 1 moderieren dürfen. Das muss ich an dieser Stelle einmal feststellen. Du solltest das machen und ich dürfte eigentlich nur die Blitze ansagen, weil das ist total, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Klassikszene und ich finde, man muss ein bisschen Allgemeinwissen haben, oder? Ist es nicht eine Schande? Verachtest du uns manchmal auch ein bisschen, Judith Mikoll? Nein, das Mikro war nur aus. Nein, ich verehre euch. Wirklich? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, sag doch einfach, du verachtest uns, das wäre wenigstens wahr. Ja, du bist weit weg. Ja, weit weg, aber doch so nah. Ich habe heute so einen Hundeblick und Judith Mikoll guckt mir gerade direkt in die Augen und die sieht dieses weinerliche Gesicht bei mir. Und wenn die jetzt noch sagen würde, ja, ein bisschen doof finde ich euch beide schon. Nein. Das wird mich echt ganz tief treffen wahrscheinlich. Nee, eben, siehst du? Das mache ich nicht. Ich bin ein guter Mensch. Ah. Okay. Und ich bin mitfühlend. Und wenn man kommt Wagner in die Top 10 der Klassikgrößen, kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall sagen, für mich nicht, weil ich kriege immer ein bisschen Herzklabastern, weil das immer ein bisschen zu viel ist, aber... Ja. Ja, ich würde ihn sonst allgemein schon in die Top 10 packen, natürlich. Wo ungefähr? Also, also in den unteren Top 10? Ich sag Platz 8, oder? Ungefähr Platz 8. Ja, wenn ihr das sagt, ja.
Und welches war die letzte Klassikaufführung, die du dir angeguckt hast? Das weiß ich gar nicht mehr. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, das war in der Philharmonie etwas, aber was war das? Dvorak? Ich glaube, es war Dvorak. Guck mal hier, ja, ich war noch nie in der Philharmonie. Es ist so eine Schande. Es ist, warst das du ist schon mal, ganz lange her. Okay, warst du schon mal in der Philharmonie, Jan? Ja, war ich. Und wie war das? Ja, ganz gut. Es ist, ich finde, ich war ja auch mal, da lief aber nichts. Ich bin nachts eingebrochen und habe dann selber mit der Akustikgitarre ein paar alte Songs von Bob Dylan gespielt. Nee, ich war tatsächlich öfter schon mal in der Philharmonie und ich werde da von Bekannten und befreundeten Kollegen angeführt, die aus dem bürgerlichen Milieu kommen. Wir beide sind ja so Gerhard Schröder-artige Arbeiterjungs. Wir haben eigentlich mit Klassik und überhaupt mit Instrumenten, auf denen man leise spielen kann, unser Leben lang nicht so viel zu tun gehabt und werden da jetzt eben weil wir den sozialen Aufstieg geschafft haben, was heißt Aufstieg, aber durch das ganze viele Geld, was wir über Radio 1 verdienen, reden auch Leute mit Abitur mit uns. Und deswegen haben mich einige Leute, die schon mal studiert haben oder mal eine Uni von innen gesehen haben, mal mitgenommen zu einer Philharmonie. Und ich muss sagen, es hat so was Meditatives. Also es ist eher, man hört gar nicht so sehr auf die Musik, man kann einfach wahnsinnig gut einschlafen. Man muss nur aufpassen und man darf nicht husten. Man darf nicht husten, nicht pupsen und nicht niesen. Das ist nämlich, da wird man total den Hass von den 2000 Deutschlehrern zieht man da auf sich. Mir hat eine Hörerin geschrieben auf meiner Facebook-Seite, Richard Wagner ist mitschuld daran, dass man heute in Klassikkonzerten still dasitzen muss. Früher durfte man bei den Konzerten essen, trinken, reden. Ist das wahr, Judith Mikol? Stimmt das? Könnte man das früher? Ich hab keine Ahnung. Ja, weil Wagner nämlich, Wagner ist einfach so ein herrischer Herrenmenschentyp gewesen, der das nicht ertragen hat, wenn Leute nicht, also seine komplette Aufmerksamkeit, beziehungsweise ihre komplette Aufmerksamkeit ihm geschenkt haben. So ein Ego-Typ. Der ist ja total auseinandergeflogen vor lauter Ärger. Und der hat dann immer gesagt, Ruhe jetzt! Das war auch einer, der im Kino früher immer Leute angehauen hat, die neben ihm zu laut Popcorn gegessen haben. Der immer so rübergezischt hat. Nee, der hat gleich mit der flachen Hand zugeschlagen vielleicht, oder? mit so einer 0,5 Liter Glasflasche einfach Leuten, die ihm zu laut Popcorn gefressen haben, vor ihm in der Sitzreihe einfach von hinten auf den Kopf geschlagen. Leute haben sich nicht getraut, sich zu beschweren, weil es halt Richard Wagner war und der kannte Hitler. Ja, der kannte Hitler und beziehungsweise der wusste, dass irgendwann einer kommen wird, der seine Musik nochmal instrumentalisieren wird. Ich finde es eine interessante Vorstellung, dass es jetzt viele Siebklässler draußen gibt in Berlin und Brandenburg, in deren Gehirn sich jetzt einfräst, dass Richard Wagner und Adolf Hitler sich kannten. Ja, jetzt ist meine große Frage wirklich an alle Radio 1-Hörer auch. Darf man sich wieder zu Richard Wagner bekennen oder ist das ein völliges Tabuthema? Ist das ein No-Go? Das weiß ich jetzt nicht genau. Und wenn Sie eine Ahnung haben, ob Hitler sowas wie einen Evil Twin hatte. Rufen Sie uns an. 0331 70 99 111. Für alle zum Ortstarif, die außerhalb von Potsdam anrufen, nicht, aber für alle in Potsdam halt zum Ortstarif. Und alle anderen Sie, zahlen 7 Euro die Minute. Und wenn Sie mir helfen wollen, mich so ein bisschen in der Klassikszene zurechtzufinden, womit fängt man an, womit hört man auf, was ist so ein bisschen, ich höre zum Beispiel gerne so Musik wie Radiohead und so, was ist denn da so in der Klassikszene so die Radiohead-Variante, womit fängt man an, dass es ein bisschen anspruchsvoll ist, aber auch ein bisschen poppig und auch so ein bisschen mitreißend, am besten mit Gesang. Rachmaninoff, ich sag nur Rachmaninoff. Macht der nicht jetzt irgendwie da im Zweiten immer diese Literatursache? Ja, das hat er, glaube ich, jetzt gemacht, nachdem das mit dem Wodka nicht lief. Okay. Haribo schreibt, bei Twitter, ich habe ja von uns beiden die Twitter-Kompetenz und die Twitter-Aufmerksamkeit. Ich scanne Twitter nach relevanten Tweets und Haribo schreibt eine interessante Information zu Wagner. Der größte Hit von Wagner war Herz an Herz unter seinem Pseudonym Blümchen. Okay. Hat dann irgendwann sich wieder Wagner genannt, nachdem er, ich glaube, in seinen Jugendjahren unter dem Pseudonym Blümchen. Ist die vielleicht für Jasmin Wagner, hat die was mit dem Original Richard Wagner zu tun? Kann sein. Ist aber, glaube ich, es ist eben kein direkter Abkömmling von Wagner, weil Wagner blieb ja leider kinderlos. In Israel darf bis heute übrigens nicht Wagner gespielt werden, schreibt mir gerade jemand. Ist immer noch der Fall. Also. Wieso nicht? Weil das einfach, das wurde der damals totgedudelt. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Jan, was meinst denn du? 0331 70 99 111 oder einfach direkt eine Mail an programmbeschwerde@ollischulz.de. 0331 70 99 111. Ich würde Katrin gerne dazu holen. Katrin ist gerade dran und Katrin hat, glaube ich, eine Menge Ahnung von Klassik. Ah, zum Glück. Katrin, stimmt es tatsächlich mit Wagner? Was? Dass er ein großer Scharlatan war und nichts drauf hatte? Das stimmt überhaupt nicht. Er war großartig. Er war großartig. Darf man sich wieder zu Wagner bekennen? Außerhalb der NPD? Man darf das, ich finde, man darf den gut finden und man muss trotzdem ein bisschen offenen Auges sein, weil er in seiner zu Lebzeiten schon auch ziemlich viel Mist in Worten geschrieben hat. Das war so ein Herrenmenschentyp, oder? Das macht die Musik nicht schlechter.
Ja. Und also was... Ist so ein bisschen sowas wie Freiwild eigentlich heute, ne? Also tolle Musik, aber so politisch ein bisschen zweifelhaft. Ja. Aber die Musik ist eben toll. Und ja. Ich muss jetzt eins sagen, weil ich das so geärgert hat, ja. Dass ihr gesagt habt, Klassik ist nur was für Bildungsbürger. Na, ich bin halt kein Bildungsbürger. Ja, schlaue Hauptschüler natürlich auch, ist ja klar. Das ist einfach, man kann sich von klassischer Musik genauso wegtragen lassen wie von Pink Floyd und anderen Musikern. Man kann sich aber auch von zwei Bullen besoffen wegtragen. Katrin, ich darf doch du sagen, oder? Ist das okay? Meinst du, wir können, früher habe ich immer mit meinen besten Freunden, sind die alle zu mir nach Hause gekommen, dann haben wir zum Schneidersitz um die Anlage rum hingesetzt und dann habe ich denen immer meine neuesten CDs vorgespielt, weil ich immer am meisten CDs hatte von allen. Ja. Und dann wollen wir beide mal so einen Abend schön machen, wir setzen uns im Schneidersitz vor meine Anlage und du spielst mal die größten Hits der Klassikszene vor. Ja, das können wir machen. Olli hat so eine neue JVC-Mini-Anlage. Das ist alles drin und oben ist auch so ein 3er-CD-Wechsler. Ja. Hast du auch einen Plattenspieler? Ich habe auch noch eine Menge Vinyl. Ich habe auch eine Menge Vinyl. Ja, Vinyl. Nee, Vinyl heißt es. Ich hab einen Plattenspieler und ganz viel Vinyl zum Auflegen habe ich auch. Vielleicht kann man sich ja gegenseitig so ein bisschen befruchten. Also du mit Klassik und ich kann dir so ein bisschen was aus einer Ska-Szene vorspielen zum Beispiel. Da gibt es auch tolle Bands aus den 80ern, 90ern. Ja, ich weiß, finde ich auch gut. Können wir vielleicht ganz kurz, Olli, ja? Katrin, vielleicht bleibst du kurz in der Leitung, Katrin, ja. Weil ich glaube, wir haben endlich jemanden, also den Namen nach zu urteilen, die aus einer völlig bildungsfernen Schicht kommen und trotzdem was zum Thema Klassik zu sagen haben. Es sei denn, ist jetzt ein Vorurteil, Kevin und Patrick. Seid ihr beide da? Hallo? Kevin und Patrick? Kriegen wir euch in die Leitung rein oder haben wir keine Regler dafür? Doch, habe ich alles angemacht jetzt hier. Ich hab Hallo? Bisschen, ja? Hallo? Kevin und Patrick. Also Patrick. Patrick. Kennt ihr beide euch mit Klassik aus? Seid ihr Brüder? Geht ihr auf die gleiche Sonderschule? Ja, nein, ich war auf einer Waldorfschule. Nicht von der Schule. Wie sieht es bei euch aus mit Wagner? Wie oft legt ihr Wagner so in der Woche auf? Wann hört ihr Wagner? Zu welchen Zeitpunkten hört man Wagner? Hört man Wagner morgens am liebsten? Hört man den abends? Nee. Manchmal höre ich das, wenn ich schlecht einschlafen kann. Wagner zum Einschlafen, einfach um ein bisschen runterzukommen. Ja. Das habe ich früher auch gemacht. Wagner zum Runterkommen gehört? Auf dem iPod, ja. Mhm. Und ja, wenn ich halt schlecht einschlafen kann, dann höre ich das. Und vor allen Dingen, das Interessante an Wagner ist ja, habe ich mir mal irgendwie durchgelesen, dass die Ursprünge von ihm irgendwie mit dem von den tuvanischen Kehlkopfgesang, den tuvanischen, dass die da irgendwie herkommen. Und ja, dann habe ich da so fing das halt an, dass ich mich dann für Wagner interessiert habe. Tuvanische Kehlkopfgesänge, genau. Ist das denn was? Ja. Denn? Okay, und ist das heute auch noch aktuell? Wo kann man sowas noch hören? Das kann man hören in verschiedenen Clubs. Ich war mal einmal in so einem Club in Frankfurt, aber das hat mir nicht gut gefallen, weil also da hat man 10 € Eintritt, muss ich da bezahlen. Und das war so Jazz-ähnlich, also so jazzmäßig eingerichtet. Mhm. Nur dass dann halt dieser tuvanische Kehlkopfgesang. Die ganze Zeit und keiner konnte tanzen, weil alle verwirrt waren, ne? Ja, das war tanzbar ist diese Musik nicht, fand ich. Und ja, also das habe ich mir anders vorgestellt. Und war das Live-Musik oder kam die vom Band dann? Nee, die kam vom Band, ja. Und trotzdem 10 € Eintritt, das fand das ich halt ja echt so viel. Das gibt's ja gar nicht. Ja, seitdem muss ich auch sagen, dann habe ich halt mir Wagner angehört, ja, und bin ich da halt auch so eher zu übergegangen, genau. Das finde ich super. Das ist ganz toll. Bist du eigentlich Patrick oder Kevin jetzt? Mit wem haben wir gerade geredet? Das ist eine gute Frage. Nee, Patrick. Patrick. Okay. Tuvanische Kehlkopfgesänge. Das ist ja so ähnlich wie diese mormonischen Untertongesänge. Die gibt es ja auch, diese ganz einfachen Leute, die sich nur von einem Reiskorn in der Woche ernähren, die da oben leben irgendwo. Die sogenannten Mormonen. Die sogenannten Mormonen, genau. Ja, obwohl sie das nicht. Mormonen können doch gar nicht singen. Doch. Wieso können 6 Frauen dürfen die gleichzeitig singen, aber keinen Kaffee dabei trinken. Ach so. Ja, also ich hab halt sowas mal gehört, dass die so ganz enthaltsam leben dürfen und mit 6 Frauen dürfen die verheiratet sein, aber müssen enthaltsam leben mit 6 Frauen und keinen Kaffee trinken. Ja, aber habe ich noch nicht gehört, aber singen dürfen die, meint ihr, oder wie? Ja, weiß ich nicht, vielleicht summen, aber nicht singen. Nächste Woche machen wir Multikulti-Sendung, da werden wir das Thema nochmal aufgreifen. Nee, nächste Woche, die Sendung ist aufgezeichnet, Olli, die ist schon im Kasten und eigentlich kann man jetzt mal direkt im Vorhinein verraten, die Sendung für nächste Woche sollte eigentlich am Karfreitag laufen, beziehungsweise am Pfingstsonntag laufen. Ist grottenschlecht geworden. Ist grottenschlecht geworden und alle Zeitbezüge müssen jetzt rausgeschnitten werden, weil wir haben alle 2 Minuten gesagt, herzlich willkommen am 19. Mai, heute ist Pfingstsonntag. Und durch die Glasscheibe sehe ich hier Jürgen König schwitzend sitzen, der versucht gerade alle Zeitbezüge rauszuschneiden. Das ist ein Debakel. Man nennt ihn auch Time Warp König.
Also, rede ich jetzt wirklich mit Olli Schulz? Hallo? Ja, wer ist denn, Kevin oder Patrick? Patrick, so, ich sag schon mal tschüss, Patrick. Kevin, du hast noch gar nichts gesagt. Wie sieht's bei dir aus mit der Klassikszene? Bist du, Wagner, ist er gehört in den Top Ten oder nicht? Ja, total Top Ten. Aber ich wollte nur mal eben klarstellen, ich glaube, Wagner und Hitler haben tatsächlich irrtümlich nicht in einer Epoche gelebt. Das ist gelogen, natürlich haben die in einer Epoche gelebt. Hör doch auf mit dem Quatsch. Viele. Ja, da hast du im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Also nee. Die haben zusammen in der WG gewohnt mit Marius Müller-Westernhagen, Otto Walkes. Und Klaus Kinski hat auch noch mit dazu. Und Klaus Kinski auch. Und die haben zusammen auch Bilder gemalt. Ja, aber irgendwann ist Klaus Kinski einfach zu crazy geworden für Hitler und hat dann gesagt, hatte Hitler gesagt, komm raus mit dir, Klaus Kinski. Die haben 85 zum Live-Aid-Konzert zusammen einen Song aufgenommen, Hitler und Wagner. Das Ding ist aber nicht richtig eingeschlagen, weil Michael Jackson mit Bruce Springsteen die We Are The World Nummer gemacht hat. Und als Freddie Mercury gestorben ist, war neben George Michael auch Hitler eine Zeit lang noch im Gespräch als neuer Frontmann. Aber hat dann das irgendwie sich doch anders orientiert. Richard Wagner hat den Grabstein für Freddie Mercury entworfen. So. Dann haben die verbotenerweise Kaffee getrunken und dann... Das ist jetzt wieder was völliger Quatsch. Das verwechselst du mit den Mormonen. Das ist eine Religionsgemeinschaft, über die man keine Scherze machen sollte. Ja. Kevin, und deswegen sagen wir jetzt tschüss. Katrin, hast du das gehört hier, was hier alles gerade geredet wird? Sind das nicht wahnsinnig ungebildete Menschen, die hier anrufen? Frevel. Nee. Sondern? Wie soll ich sagen? Die mögen das halt. Ist doch gut. Dass die Wagner mögen? Ja. Katrin, und ich mag dich. Und hier kommt ein Song für dich von Richard Wagner. Einer seiner allergrößten Hits. Don't Stop Me Now. Jan, du tanzt ja. Ja, ich. Why not? Weil ich tanze den ganzen Tag schon heute. Wie ich bin, Charlie Brown, wie ich süß bin du aussiehst. Ja, und du siehst aus wie Snoopy heute. Und sag mal, ist das ein Chicken McNugget da zwischen deinen beiden Schneidezähnen? Ja. Ach, guck. Ja, oh, der steckt da immer noch. Darf ich den rausholen mit meiner Zunge? Ja, komm her. Man nannte mich früher in der Französisch-Leistungskursklasse übrigens auch den Löffler. Wirklich? Ich verrate aber nicht, warum. Ah, das möchte ich auch gar nicht wissen, glaube ich. Du, ich war gestern tatsächlich im Museum, im Naturkundemuseum. Es hat geregnet, mit meiner Tochter habe ich einen kleinen Ausflug gemacht. Ins Naturkundemuseum. Und da stehen ja diese tollen, großen Dinosaurier-Skelette. Oh. Und meine Tochter total begeistert gewesen. Wir haben dann uns auf so eine Bank gesetzt, es war ziemlich gut besucht, weil viele Eltern auf die gleiche Idee gekommen sind, mit ihren Kindern bei diesen verregneten Tagen ins Naturkundemuseum zu gehen. Und dann saßen wir da so und neben uns saß ein Mann, ein Vater mit seinem Sohn, der ungefähr so alt war wie meine Tochter. Der Sohn. Ach so. War so alt wie meine Tochter. Und die saßen mit uns auf der Bank. Und dann hat der Vater so, der war ein Lehrer, bin ich ganz sicher. Der hat dann so mit seinem Sohn geredet und hat gesagt, du, Thorsten, du hast so klasse mitgemacht heute. Der hieß wirklich Thorsten. Also der Sohn? Der Sohn, der fünfjährige der Sohn. Fünf. Oh Gott. Fünf und hieß Thorsten und Thorsten. Oh Gott, oh Gott. Und dann hat der Papa gesagt, Thorsten, du hast so klasse heute mitgemacht. Wir sind mit der Bahn gefahren und so. Jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Und der Sohn hat große Augen bekommen. Und dann hat der Papa angefangen, in seinem Rucksack rumzuwühlen. Und Thorsten hat sich schon gefreut, sagt er, so, das ist jetzt für dich. Und dann holt der Papa aus dem Rucksack eine halbe Avocado raus. Und drückt sie seinem Sohn in die Hand und sagt, so, und die kannst du jetzt alleine essen. Und dann hat der Sohn seinen Vater angeguckt, ich habe diesen Blick gesehen, der Sohn war fünf und hat seinen Vater angeguckt, natürlich super enttäuscht, aber gleichzeitig auch war das der Augenblick. Ich war in einem intimen Teil dieses Familiendramas dabei, wie der Sohn wohl gemerkt hat, mein Vater ist in manchen Sachen, ich liebe ihn zwar, aber er ist ein Vollidiot. Darf ich auch eine Familiengeschichte erzählen, Olli? Ja, aber das war so traurig, wie er dann, und dann saß dieser Junge da mit dieser halben Avocado, hat diese Dinosaurier-Skelette angeguckt und der Vater so erwartungsvoll, na, nun iss mal. Und dann hat er noch so einen kleinen Plastiklöffel rausgeholt. Und das war einfach, es war zum Jammern. Du hast noch 2 Minuten Zeit für deine Familiengeschichte. Ich bin ja auch Vater mehrfach. Ja, ich weiß. Und heute hat es geklingelt an meiner Tür und ich bin hier mit der Familie zu Hause und wir haben so ein bisschen, du weißt, wir sind nicht so eine Öko-Familie, also das ganze Spielzeug der Kinder ist alles so in Pink und alles so Babyborn und es muss blinken und laut sein und quietschen und das kleine Nachbarkind von nebenan, was so 3 Jahre älter ist als meine Kinder, kam und klingelte und hatte so einen Jutebeutel dabei und sagte, wir räumen gerade das Kinderzimmer aus und ich habe hier so eine Holzmurmelbahn und wollte fragen, ob wir das vielleicht für deine Kinder da lassen können. So, und dann siehst du diesen treu dummen Blick dieses Öko-Kindes da vor deiner Tür und siehst dieses Spielzeug und weißt, du stellst dir die ganze Bude mit diesem scheiß Holzzeug voll, willst das Kind aber auch nicht nach Hause schicken, möchtest aber andererseits auch nicht, dass deine Kinder mit diesem ekligen Holzzeug spielen. Was machst du da? Wer sich das schon alles reingeschoben hat. Ja, ne? Und vor allen Dingen, wenn du das dann einmal den Kindern zum Fraß vorwirfst, dann kannst du das ja auch nicht einfach wieder wegnehmen. Also du holst dir das Spielzeug von diesem fremden Kind, diesem Nachbarkind rein in die Wohnung, es stellt dir alles voll, du musst deine Kinder damit spielen lassen, damit die nicht traurig sind. Was macht man in so einer Situation? Ich habe einfach die Tür wieder zugemacht und habe gesagt, nein.
Hast du wirklich Nein gesagt? Nein, leider nicht. Ich habe gesagt, ja, bring's rein. Und jetzt hast du die ganzen Viren von anderen Kindern bei dir in der Wohnung. Das ist eine Gefahr. Du weißt gar nicht, da hängen vielleicht alte Popel dran von den Eltern oder vielleicht Fäkalienreste. Man weiß es nicht, was die machen. Ich war ja mal bei dir zu Hause. Du wohnst in einer sehr unseriösen Gegend. Da wohnen so viele Asoziale, mal ganz ehrlich. Man nennt mich auch unsere Familie, wir sind die Abu Chakas von Köln-Kurweiler. Weil ihr so viel Macht habt, oder was? Nee, weil wir wohnen quasi mit ich und meine mehreren Frauen und die verschiedenen Kinder in einem großen Hochhaus und wir haben mehrere Stockwerke. Ja. Und dazwischen sind immer andere Wohnungen. Wir haben aber trotzdem Durchbrüche gemacht. Also ich habe eine Wohnung im 13. Stock, eine Wohnung im 11. Stock und zwei Wohnungen im 5. und im 3. Stock. Und wir haben trotzdem durch alle Wohnungen einen Durchbruch. Man kann von jeder Wohnung, ohne ins Treppenhaus zu müssen, in die andere Wohnung gehen. Durch die Wohnungen der anderen Leute. Und weil wir so eine mächtige Familie sind in Köln-Kurweiler, haben die Leute Angst vor uns und keiner sagt was. Ach, da sage ich jetzt lieber auch nichts. In der zweiten Stunde, gleich geht's weiter, bei uns, bei Sanft und Sorgfältig, gibt es viele tolle Themen, die wir besprechen werden. Im Hintergrund hören Sie wieder Wagner, oder? Ja, das ist Wagner. Gleich mehr Wagner. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie dran. Ciao. Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und mit einem spöttischen Blick auf verlässt Judith Mikol diesen Raum gerade, schaut mich noch einmal an, lächelt leise vor sich hin. Ist es dieser Blick, den wir gestern auch in den Gesichtern der Spieler des FC Bayern München gesehen haben, beim großen Champions-League-Finale in Wembley? Und das ist genau der gleiche Blick, den ich von meinen Lehrerinnen aus der Schulzeit noch kenne, wenn ich irgendwas Dummes im Unterricht gesagt habe. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und zu den Klängen des Geburtstagskindes Richard Wagner, in Klammern, er wird 200 Jahre alt diese Woche, der alte Racker, ja, ein bisschen aus der Bankettrede zitieren von Kalle Rummenigge gestern Abend bei der Feier des Champions-League-Finales des FC Bayern München, des Gewinns der Champions League, der Henkelpott geht nach München. Seit wann sagt man eigentlich Henkelpott? Früher war das Seit gestern Abend. Ja, hat gestern Abend, ich glaube, Olli Welke im Bommerlunder-Rausch zusammen mit Olli Kahn gemeinsam sich ausgedacht, dieses Wörtchen. Haben sich ja gestern gar nicht verstanden, Olli Kahn und Olli Welke. Hast du mitbekommen? Olli Kahn wollte immer noch was sagen und hat dann irgendwann auch designiert einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, genau wie Judith Mikol eben. Da fügt sich wieder alles zusammen, das Puzzle fügt sich zusammen. Ich zitiere nun also zu Richard Wagner, den bescheidenen Kalle Rummenigge des FC Bayern München, eine aus der Bankettrede vom FC Bayern München gestern Abend nach dem Gewinn, Achtung. Und ich glaube, Wagner wird dieser Rede nochmal einen ganz anderen Charakter verleihen. Karl Rummenigge. Ich finde, diese Mannschaft hat einen unglaublichen Charakter. Sie ist erstklassig auf dem Platz. Sie ist erstklassig auch außerhalb des Platzes. Sie ist nicht arrogant. Sie gewinnt, sie macht weiter. Vielen Dank dafür. Hermann Gerland hat gesagt, Feuer frei. Die Kanonen werden freigegeben. Wir haben zwar in 6 Tagen wieder ein Finale, aber ich glaube, mit 1,8 Promille haben wir trotzdem noch eine Chance. Alles Gute, feiern Sie heute schön. Und wir lernen aus den Aussagen von Bastian Schweinsteiger, trink viel. Das war Karl Rummenigge gestern. Und dann haben sie alle wild rumgeknutscht, oder? Genau, untereinander. Und alle haben Uli Hoeneß in den Arm genommen und haben gesagt, Mensch, das ist alles nicht so schlimm. Wieso darf man eigentlich, wenn man auf Kaution draußen ist und 5 Millionen Euro hinterlegt hat bei der Staatsanwaltschaft München, warum darf man dann eigentlich das Land verlassen, habe ich mich gefragt. Weil normalerweise ist es doch so, wenn du auf Kaution wegen einer laufenden Sache irgendwie draußen bist und nicht in U-Haft gesperrt wirst, dann darfst du nicht das Land verlassen und musst ja alle 2 Tage bei der Polizei melden. Warum gilt diese Regel eigentlich nicht für Uli Hoeneß? Es gab eine Ausnahmeregelung, der hatte aber trotzdem so einen Sensor um den Hals, wenn man genau hingeschaut hat, gestern hat man es gesehen. Und wenn er London verlassen hätte, wäre sein Kopf explodiert. Das war so eine neue perfide Methode der deutschen Regierung. Hat er sich an die Vorschriften gehalten. Ich finde das wahnsinnig sympathisch. Karl Rummenigge stellt den FC Bayern in das Licht, in das er gehört. Weißt du, nicht so ein unsympathischer Winnerverein, der mit links das Triple holt in diesem Jahr, sondern der ordnet den FC Bayern München richtig ein. Er sagt nämlich, wir haben in 6 Tagen zwar wieder ein Finale, aber ich glaube mit 1,8 Promille haben wir trotzdem noch eine Chance. Das wird den VfB Stuttgart freuen. In 6 Tagen DFB-Pokalfinale. Ja, wenn die Bayern das auch gewinnen, dann gewinnen sie das magische Triple. Das ist ja das große Ziel eines jeden. Genau. Dann sind sie unsterblich. Wie Richard Wagner eigentlich. Ich war gestern sehr enttäuscht, als ich die Aufstellung von Bayern gesehen habe. Ja. Ich habe mich so gefreut aufs Spiel und dann sehe ich keinen Effenberg, keinen Giovanni Elba und dann haben die trotzdem immer noch so eine starke Mannschaft. Jean-Marie Pfaff war nicht im Tor. Die haben wirklich mit der dritten Garde oder so gestern gespielt. Bist du auch ausgestiegen 1987 aus der Welt des Fußballs? Also Mit Kalle Delhaie bin ich ausgestiegen damals. Mit der Komplettierung des Panini-Sammelalbums 1987 bin ich ausgestiegen aus der Welt des Fußballs. Bei mir ist es ähnlich. Bei mir war es glaube ich 1990 oder so und da habe ich dann noch den... Du bist so älter.
als ich. Ja, da hat die WM, da haben wir die WM gewonnen 1990, weißt du noch, in Italien. Ja, weiß und ich habe auf der Hamburger Reeperbahn gefeiert mit meinen drei besten Freunden damals. Alle drei mussten ins Krankenhaus, weil sie in Schlägereien geraten sind zwischen Hooligans und Polizei. Und ich bin betrunken im Elbschlosskeller eingesackt, also wirklich richtig eingesackt auf einem Stuhl, habe mich da alleine hingesetzt und bin wieder aufgewacht, als eine besoffene Frau versucht hat, mir die Schuhe auszuziehen. Und dabei bin ich dann wieder aufgewacht, bin alleine über die Reeperbahn getorkelt. Es war 3 Uhr nachts, ich war 15 Jahre alt, durfte eigentlich nur bis Mitternacht wegbleiben, gab einen richtigen Arsch voll von meinen Eltern, war eine richtig schlimme Zeit damals für mich. 0331 70 99 111, wenn Sie gestern Abend dabei waren bei der großen Bankettfeier des FC Bayern München oder wenn Sie gerne unser Wissen von Richard Wagner ein bisschen komplettieren möchten, wenn Sie sagen, das, was bei Wikipedia steht, das reicht nicht. Ich kenne noch ganz andere Fakten über Richard Wagner, die noch nie vielleicht zuvor das Licht der Welt erblickt haben. Rufen Sie gerne an 0331 70 99 111 hier bei Radio 1. Sanft und sorgfältig heißt die Sendung und unsere werten Namen sind Olli Schulz und Jan Böhmermann. Hallo. Muss ich auch mal sagen, hallo. Und ich glaube, der Christoph ist in der Leitung. Ist das richtig? Christoph, bist Christoph du da? Ist in der Leitung. Christoph ist ein großer Klassik-Fan, oder? Ist ein großer Klassik-Fan und... Und noch gar nicht so alt, ist jung, ist jünger als ich, nehme ich mal an. Ich bin 39. Wie alt bist du, Christoph? Naja, 44. 44, du hast eine so jugendliche, tolle Stimme. Ja, ja, ja. Ich gehöre aber... ich bin Bildungsbürger. Das und das finde ich gut. Auch mal vorweg, weil es natürlich schon so, dass Wagner was für das Bildungsbürgertum ist. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, Christoph? Ja, na klar. Ich würde gerne ganz kurz an dieser Stelle einen Trailer einspielen, den ich gemacht habe, weil es geht ja heute auch so ein bisschen darum, Radio 1-Hörer sollen uns mal aufklären. Es gibt ja immer diese Radiosendungen, wo irgendwelche allwissenden Radiomoderatoren wissen und die Leute rufen an mit ihrem Problem. Bei uns ist es umgekehrt. Nicht wir bei sind, uns, genau. Sehr wir sind okay, sehr dumme okay. Menschen. Und diesen Trailer habe ich extra noch heute aufgenommen, den würde ich kurz abspielen und dann kannst du mit deinem Monolog, mit deinem aufklärerischen Monolog anfangen. Jetzt kommt mein Trailer. Radio 1-Hörer helfen Jan Böhmermann und Olli Schulz, ihr völlig aus den Fugen geratenes Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Jetzt. So, Christoph, so. Richard Wagner. Wie kann man sich positionieren zu Richard Wagner? Ganz einfach. Also als jemand, der Bildungsbürgertum-Angehöriger ist und in den 80ern vom Fernseher sozialisiert wurde, wie wir alle. Ja. Ja, wie wir alle, ganz klar. Wir haben Richard Wagner, glaube ich, alle kennengelernt in seiner Rolle bei Hart, aber herzlich. Der war ja auch mit Stephanie Powers verheiratet. Stimmt. Also das wundert mich jetzt, weil ihr eigentlich relativ sorgfältig recherchiert. Ja, aber als der Mordverdacht gegen Richard Wagner aufkam, der ist ja unter Mordverdacht, steht er ja und wurde, glaube ich, vor kurzem auch wieder verhaftet. Da bin ich ausgestiegen, weil da habe ich gedacht, so einen unredlichen TV-Star möchte ich nicht in meinem Kopf haben. Weiß ich nicht, aber ich fand die Frau immer total klasse. Stephanie Powers, auch Jonathan Hart und wie hieß er nochmal? Er war Jonathan Hart, also sie war Richard Wagner. Jennifer Herzog. Stephanie Powers. Und die hatten doch einen Koch zu Hause, so einen älteren Mann. Ja, Max und der Hund hieß Linus Friedwart, ja, genau. Linus Friedwart, der hat den Doppelnamen gehabt. Ja, ich glaube auch. Ja, und also in den 80ern viel Fernsehen geguckt und in den 80ern eben auch viel Musical gehört und Andrew Lloyd Wagner hat ja auch Les Miserables komponiert, glaube ich, Jesus Christ Superstar. Ja, die ganzen großen Sachen. Joseph and the Amazing Rainbow und zuletzt, glaube ich, ZDF Fernsehgarten habe ich, glaube ich, auch irgendwie noch mit ihm in Verbindung gebracht. Ja. Hier sind ganz dubiose Vorwürfe, die ich gerade lesen muss auf meiner Facebook-Seite. Hier schreiben, die Gegner von Wagner sagen, er sei ein entarteter, perverser Homosexueller gewesen, dessen Musik zu Hysterie, Unfruchtbarkeit, Wahnsinn und sogar zum Tod geführt hat. Ja, das mag ja sein, aber worin besteht da jetzt der Vorwurf? Ja, das ist die große Frage natürlich, das stimmt. Es ist immer noch ungeklärt, schreibt jemand anders, weshalb Wagners Frau damals vom Boot fiel und ertrank und was er damit zu tun hatte. Meinst du das? Hat nicht auch Uwe Barschel in dem Hotelzimmer, in dem Uwe Barschel ums Leben kam, unter ungeklärten Umständen, immer noch leise auf dem Minidisc-Player damals Richard Wagner gespielt? Lief da nicht Richard Wagner? Lief nicht Richard Wagner, während Uwe Barschel unglücklich ertrank? Das weiß ich nicht. Also Ich glaube, ja. Ich glaube, es war André Rieu, glaube ich, oder so. André Rieu, der Vater von David Garrett, was viele gar nicht wissen. Das stimmt.
Mensch, das ist die Sendung, wo Sie alles lernen, liebe Radio-Anführer. Ja. Also was ich halt an dem auch ganz geil fand, dass der mit Gangnam Style jetzt nochmal so einen, sowas rausgehauen hat. Weißt du, Gangnam Style, das ist überhaupt, fällt mir gerade ein, Olli, weil ich glaube, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn wir hier in der ARD mal zeigen, wie up-to-date und wie am Puls der Zeit wir sind. Und die jungen Leute machen jetzt mittlerweile schon Meta-Gangnam Style. Also Gangnam Style war ja das Erste, dann ist es quasi outdated gewesen. Und ja, dann haben die Leute Meta-Gangnam Style gemacht, also als Harlem Shake angesagt war, haben die sich ironisch über Gangnam Style lustig gemacht. Und mittlerweile gibt es Leute, die machen sich ironisch lustig über Leute, die sich ironisch über den Gangnam Style lustig machen. Ich möchte gern zu diesen Leuten gehören. Pass mal auf. Yeah. Das ist nämlich dieser Asiate und der war jetzt auch in Cannes und hat da, glaube ich, mit einer Schreckschusswaffe auf Christoph Waltz geschossen. Zumindest. Gangnam Style. Warte mal, ich komme gerade rein. Und? Ich lauf barfuß über Kohlen und ich gurgel gern mit Whisky. Hab als Haustiere zwei Löwen, spiel im Garten mit ihm Frisbee. Ja, weiter komme ich jetzt auch nicht. Ich glaube, jetzt gleich. Jetzt kommt der lustige Teil, wo man so tanzt, als würde man reiten. Tierische Nummer. Super. Der moderne Richard Wagner. Du, wollen wir nicht einfach... Ich muss jetzt ganz kurz... Wenn Beckmann wegfällt, wollen wir nicht so eine Comedy-Internetsendung machen anstattdessen? Können wir gerne machen. Ich würde aber gerne kurz noch Inge was fragen. Inge wohnt am Richard-Wagner-Platz. Inge. So ist es, ja. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hey, Sie, Inge, darf ich du oder Sie? Ja, uns, du ist okay. Ist, dankeschön. Inge, du wohnst direkt am Richard-Wagner-Platz. Nicht direkt, aber fast direkt. Wo ist denn der Richard-Wagner-Platz in Berlin? In Charlottenburg. In Charlottenburg. Total typisch. Vergessen und wahrscheinlich total vergammelt, oder? Naja, er ist nicht hübsch, er ist nicht vergammelt. Aber wenn Richard Wagner so berühmt ist, wie ihr beide behauptet, ja, dann finde ich es unerträglich, dass er so einen scheußlichen Platz hat, der nur eine halbe Kreuzung, Otto-Suhr-Allee oder was auch immer ist. Ist da ein Denkmal noch oder so? Bitte? Steht da ein Denkmal von ihm irgendwie? Nein, eben. Das ist ja, ich finde, da bauen sie zwar jetzt was und ich dachte, das wäre zu seinem Geburtstag jetzt ein Denkmal, aber es ist ein Aufzug, der gebaut wird zur U-Bahn und da bin ich doch sehr enttäuscht. Vielleicht ist es ja der Wagner-Aufzug. Dritter Teil. Das könnte natürlich sein, aber ich hätte es schön gefunden, ihn so mit dem Schwan oder wem auch immer. Inge, Schwansee. Inge, Olli, behaltet den Gedanken kurz im Kopf. Ich habe eine Idee. Wenn Richard Wagner wirklich so einen mickrigen, pisseligen Charlottenburger Kreuzungsplatz nur hat, wo irgendwie so Spritzen rumliegen und irgendwelche Krähenfüße und Vogelscheiße, das ist wirklich Richard Wagner nicht würdig. Es gibt doch in Berlin in Mitte am Fernsehturm diesen großen Platz, der heißt Alex. Wer ist dieser Alex eigentlich? Also außerhalb der Ex-Freund von Jenny Elvershagen und der Vater ihres gemeinsamen Kindes. Das ist doch Quatsch, dass man diesen Platz nach so einem Big Brother-Star benennt. Warum nennt man nicht diesen Platz da am Alexa einfach Richard-Wagner-Platz und der Richard-Wagner-Platz heißt ab sofort Alex? Also das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Das ist eine tolle Idee. Das weiß ich nicht so, weil Richard Wagner ist ja, muss man genau überlegen. Der ist ja nicht so ganz koscher, wie man so sagt. Ja, nee. Wir haben uns rückversichert bei Ken Jebsen und Jakob Augstein, das ist alles in Ordnung mit dem. Naja gut, dann mal los. Alles klar, vielen Dank für deinen Anruf, Inge. Ja, okay. Wir haben jetzt, was ich jetzt gerade erfahren habe, das ist in Kreuzberg, der Görlitzer Park ist ja immer noch ein Drogenumschlagsplatz. Und das ist ja, es ist ja eine schwierige Situation momentan. Da werden mit Drogen gedealt. Ich wohne da direkt an der Nähe. Und die wollen das jetzt umbenennen in den Per-Kussmark-Platz. Weil da keine Junkies mehr hinkommen. Genau, und das Per-Kussmark da mit seinem Gefolge den ganzen Tag, was hat er nochmal für einen Laden, wo es diese kleinen Sachen gibt? Tapas. So Tapas, dass der so mit Daniel Brühl zusammen, die hat ja auch eine Tapas-Bar in Kreuzberg, dass die zusammen den ganzen Tag mit so kleinen Schalen rumlaufen im Görlitzer Park und dann so Tapas-Sachen verkaufen an die Leute und dass da so eine total piecige Stimmung auf einmal herrscht. Ich finde es aber wichtig für Berliner Schauspieler, dass sie was neben den Filmen machen, weil es ansonsten so unangenehme Talkshow-Auftritte gibt oder noch viel schlimmer, sie dann eines Tages bei McDonald's in der Werbung landen. Ja. Deswegen sollte man immer als Schauspieler noch einen Zweitberuf haben, um nicht allzu gelangweilt durch die Gegend Gretchenfrage an dich, Jan Böhmermann. Ja. Ab wie viel Euro würdest du in schwach werden und Werbung für McDonald's machen? Ich sage immer, wenn ich von dem Geld, also wenn ich jetzt keine Ahnung für Kraus, Maffei, Wegmann Werbung machen müsste, Panzer ohne Grenzen oder sowas, also was ganz wirklich ganz verworfenes, dann müsste es eine Summe sein, mit der ich den Rest meines Lebens bequem lebe. Ich brauche im Monat ungefähr 40.000 Euro. Ja. Und das müsste dann für den Rest meines Lebens, also die nächsten 5 Jahre noch
halten. Ungefähr. Weil du so einen exzessiven Lebensstil führst, richtig. Ja, genau. Weil du ja bekannt bist für deine Drogeneskapaden, für deine ausufernden, also, ausschweifenden Partys, also ich würde im Stile sagen, von Freddie Mercury. Nee, ich würde sagen, so ab 2 Millionen Euro mache ich für alles Werbung. Ab 2 Millionen Euro, okay. Da gibt es ja noch eine neue Kampagne von McDonald's gerade, die sehr, sehr stark einstieg mit vielen deutschen Prominenten. Allen deutschen Prominenten. Also alle anderen, die da nicht mitmachen, sind nicht prominent. Eigentlich sind da alle Stars jetzt dabei, ne? Und Oliver Koritke ist dabei, Moritz Bleibtrau, Alexandra Maria Lara, Christian Ulmen, Colin Fernandes, Jürgen Ulmen, Vogel, Joko Winterscheid, hier, wie heißt der noch? Jürgen der mit der Vogel. Maske. Sido, nee, Kroh. Nee. Kroh. Kroh ist mit dabei, Joko Winterscheid. Hast du schon gesagt. Alle sind sie dabei, machen jetzt Werbung. Meinst du, die haben alle so viel Geld bekommen, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr machen? Ich glaube, die haben so einen Coupon, so einen DIN A4-Coupon-Bogen bekommen, wo man so mit so perforiertem Papier, wo man einfach so Menü-Gutscheine abreißen kann. Weil McDonald's ist ein Laden, für den man gerne Werbung macht. In ganz Europa ja quasi Inbegriff für Massentierhaltung und Junkfood. Nur in Deutschland ist das M grün. Ja. Und in Deutschland ist es ein totaler Ökoladen, bei dem man guten Gewissens, für den man Werbung machen kann. Da fällt mir ein Gedanke ein. Also eigentlich hat ja Wagner mit der Pizza damals sozusagen diesen Junkfood schon vorne weggenommen. Meinst du vielleicht auch, dass McDonald's sich hat inspirieren lassen von Wagner? Was meinst denn du, Franz? Wagner ist völlig überbewertet. Mhm. Ich hatte gestern noch die neueste Scheibe von Wagner, hatte ich mir aufgerissen, in den Ofen geschmissen. Mhm. Welche war das? Und die unvollendete. Ah. Und sie hat nicht geschmeckt, also ich habe sie dann auch nicht fertig gebacken. Was war denn da drauf? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, sie war unvollendet. Es war Pepperoni-Salami. Und ein bisschen Tomatenpapp. Hm. Hast du das eigentlich schon mal gehabt, Olli, dass du einen derartigen Verlotterungszustand erreicht hast, dass du im Delirium die Pizzen in der Plastikfolie in den Ofen geschoben hast? Nein, tatsächlich noch nicht. Ich auch nicht, aber ich kenne tatsächlich Leute, bei denen ich mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, gegessen habe, in deren Kühlschrank nur Red Bull und halt Pizzen war, weil die auch kein Tiefkühlfach hatten, haben die einfach die Tiefkühlpizzen in den Kühlschrank gelegt und haben die dann einfach in der Plastikfolie in die Mikrowelle getan oder in den Backofen. Bei viel zu niedrigen Temperaturen und haben dann gedacht, das ist so eine Backfolie und haben sich aber gewundert, warum die Pizza immer so scheiße schmeckte. Ich hatte tatsächlich in meiner Klasse einen, der total verlottert war, obwohl er noch bei seinen Eltern gelebt hat. Er war aber Schlüsselkind und der hieß Michael, hatte aber den Spitznamen Beefy Mike bei uns. Und das ist kein Witz, weil der sich von morgens bis abends nur mit Beefy ernährt hat. Der hat morgens 2 Beefys in Toaster getan und dann auf den Toast. Dann hat er sich Pizza Margarita geholt und da kleine Beefy-Scheiben raufgeschnitten. Und abends gab es aus dem Ofen kross gebackene Beefy-Roll mit dieser Rolle drum. Und der hat wirklich nur von Cola und Beefy ernährt. Und ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Er hat dann irgendwann aufgehört zu arbeiten und hat sich nur noch Techno-Partys verschrien. Und dann habe ich ihn irgendwann noch auf der Reeperbahn getroffen. Ganz alter Klassenkamerad von mir. Heute ist er Pressesprecher bei den Piraten in Berlin. Nee, inzwischen ist er, glaube ich, hat er gar keinen Bock mehr auf Beefy, sondern nur noch auf Drogen, was ganz, ganz tragisch eigentlich ist. Aber er hatte damals den Spitznamen Beefy Mike. Diesen Mann gab es wirklich in meiner Klasse. Beefy Mike, was aus ihm geworden ist, das würde ich so gerne wissen. Beefy Mike, dieser Song geht raus an dich. Oh, das passt da noch. Kopf hoch, Beefy Mike. Das Leben ist doch so schön, ist doch so lebenswert. Schmeiß die Ecstasy-Tabletten in die Toilette und widme dich wieder der guten alten Beefy. Beefy von Wagner. Wir müssen uns noch, bevor wir uns... kann die Musik jetzt mal wieder aufhören, dieses Gereppel? Ich finde das total schön im Hintergrund, wenn so ein bisschen Soul läuft. Wir sind hier immer noch bei Kiss FM. Mein Name ist immer noch Thomas. An meiner Seite ist Justin. Und zusammen sind wir immer noch die Black Soul-Experten hier sonntags auf Kiss FM. Kiss FM. Sag mal, du machst einen Imagewechsel durch, habe ich gehört, Jan Böhmermann. Wir sollten nicht unter den Teppich kehren, dass eine Niederkunft vor der Tür steht, dass der Heiland zurückkommt nach Deutschland. Kai Diekmann ist auf dem Weg zurück nach Good Old Germany, hier zurück ins alte Dreivierteljahr Konklave hat er gehalten im Silicon Valley. Er hat sich gegenseitig mit seinen Springer-Vorstandskollegen Apps installiert auf seinen Smartphones. Er hat jetzt die neueste Version von Angry Birds und WhatsApp, das kann er jetzt alles und hat gebrainstormt. Er bringt neue, geile Business-Konzepte mit, um den Springer-Verlag endlich profitabel zu machen, weil das Ding ist ja wirklich kurz vorm Abnippeln. Hatte der Burnout-Syndrom oder warum war der da? Der ist einfach in den Silicon Valley gefahren, um einfach mal ein bisschen neuen Input zu bekommen. Ist auch eine gute Idee und er hat sich halt komplett vermarktet.
gemorpht. Er ist halt ein komplett anderer Typ geworden. Und was mir aufgefallen ist, parallel zum Imagewechsel von Kai Diekmann habe ich mich quasi reziprok vermorpht. Also Kai Diekmann ist hingefahren als so ein schmieriger, Zigarre rauchender, gelackter, neoliberaler Fuzzi. Und jetzt auf einmal, er kommt zurück mit einem 3-Tage-Bart, ist 70 Kilo schwerer, er hat eine Nickel-Nerd-Brille, so eine Joko-Brille auf, er ist einfach ein Kapuzenpulli, er sieht einfach total grungy und edgy aus, überall so Cargo-Täschchen. Und das ist quasi die Entwicklung, die ich durchgemacht habe, nur halt komplett andersrum. Und ist er jetzt offiziell mit Philipp Rösler zusammen? Hat er das jetzt auch zugegeben? Ich glaube, wenn Google Glass das bestätigt, dann scheren die jetzt gemeinsam eine Experience. Okay, und du bist jetzt tatsächlich, du bist so ein bisschen Kai Diekmann-mäßig drauf, der Early Kai Diekmann. Du hast die Zigarre im Mund. Weil guck mal, ich meine, wenn jetzt der Unternehmer Mainstream auf einmal einen auf Nerd macht, was machen dann die Nerds, die Leute, die quasi sich vor 20 Jahre lang von nichts anderem ernährt haben als Cola Light und Pizza und wenn sie nicht am Computer irgendwelche Codes geschrieben haben, masturbiert haben, was machen wir denn dann eigentlich? Also wenn wir nicht mehr in Kapuzenpullis verlottert und versifft rumlaufen können, weil es die Großen, die Global Player auf einmal tun, dann müssen wir uns einfach andere Erkennungsmerkmale, die Piratenpartei. Das ist ein Wink an die Piratenpartei. Ihr müsst euch gefälligst Anzüge anziehen. Wenn jetzt schon der Springer-Chef bzw. der Chef der Bild-Zeitung aussieht wie ihr, dann ist es Zeit für ein totales Total Makeover. Das Rasur. Weiß ich. Das wusste ich schon lange. Ich Rasur, so ein Business Schmalz in die Haare und Anzüge an, und zwar die richtig teuren. Brioni Lauer zum Beispiel. Ist das nicht so ein Belag, den man auf die Wagner-Pizza tut? Und Ponada, der heißt ja schon so wie das, was man sich in die Haare tut. Das kann alles wahr sein. Über deinen Imagewechsel, über deine Zukunftsperspektiven beim Springer Verlag und über die neue Wagner-Pizza reden wir gleich nach dem nächsten Song. Auch über deine Karrierebahn? Reden wir da auch darüber? Oh, ich habe eine Karrierebahn gekauft. Midlife Crisis is calling. Midlife Crisis Alert. Oh my God. Ah. Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan. Und mit Franz Josef Wagner, der inzwischen hier angekommen ist und sich beschwert unten beim Pförtner, was für ein Schundluder wir mit seinem Namen hier treiben. Wir lassen ihn aber nicht rein. Ich habe einen Brief hier gelassen, Post von Wagner, anlässlich des 200. Geburtstages des bekanntesten Bildkolumnisten aller Zeiten. Ja. Was hat er geschrieben? Kann man nicht lesen, ne? Wieder voll wie ein Eimer gewesen. Ja, und auch politisch ist das alles nicht so, dass ich... Also, Ich schick's mal dem Henrik Broder zur Abnahme. Vielleicht nächste Woche. Mach das mal. Du, ich habe mir eine Carrera-Bahn gekauft, vorgestern. Ich wollte den Kindheitstraum von mir erfüllen. Welchen Kindheitstraum? Ach so, die Carrera-Bahn. Ich durfte nie eine Carrera-Bahn als Kind haben. Ich wollte unbedingt eine haben. Ich war immer neidisch auf die anderen, die eine Carrera-Bahn hatten. Jetzt ist die große Frage, ich hinterfrage mich selber, ist das jetzt eine Midlife-Crisis, dass ich mir mit Ende 30 nochmal eine Carrera-Bahn hole? Oder ist es einfach so, dass man seine Kindheit zurück in sein Wohnzimmer holen will? Ich habe sie gekauft, habe sie aufgebaut, genauso wie es der Beschreibung nach, so wie man das machen soll. Habe das alles gemacht. Dann habe ich die Autos mit zittrigen Händen in die Straßen gelegt, also reingelegt und habe mit dem Joystick auf Gas gedrückt und sie sind nicht gefahren. Dann hat das alles ewig gedauert, da musste man die Kontakte nochmal zwirbeln. Ich meine, das war alles frisch verpackt und das hat ewig lange gedauert. Da sind ja diese Alu-Kontakte da unter, also diese was ist das da unter? Da dieses Metall jedenfalls und die müssen ja an die Bahn ranlegen. Und das hat mich alles so enttäuscht, es war alles so zermürbend und jetzt fährt das eine Auto, aber es ist ein Polizeiauto und ein normales Auto. Das normale Auto fährt ganz schnell, das Polizeiauto fährt aber immer noch total langsam. Jetzt ist meine Frage an alle Radio 1-Hörer. Wie kriege ich die beiden Autos auf eine Geschwindigkeit? 0331 70 99 111. Und ich würde vielleicht als Zusatzfrage dazu stellen, oder kann es eventuell sein, dass die Firma Carrera mit dem zu langsamen Polizeiauto ein politisches Signal gesetzt hat? Ein kleines Spielzeugfanal gegen den Polizeistaat. Der normale Wagen soll gefälligst schneller fahren als der Polizeiwagen, denn die Polizei ist für das Volk da und nicht das Volk für die Polizei. So rum muss es doch sein. Ich finde auch Carrera, ich meine, die Bahn gibt es seit so langer Zeit und ich finde, der Erfinder von Carrera, Mathieu Carrera, der hat ganz schön nachgelassen. Ne? Am Anfang hat er die Scheidungsgeschichte. Seine Kinder sieht dann nicht so oft und so. Er hat so tolle Sachen erfunden, Mathieu Carrera, und jetzt auf einmal macht er nur noch billige Filme und ist irgendwelche im Boulevardmagazin zu sehen. Was ist aus ihm geworden? Ich habe damals aber als Kind eine andere Autobahn gehabt, war damals sehr enttäuscht. Mein Opa hat mir eine Modellrennbahn gekauft von Faller. Jetzt möchte ich die Zusatzfrage stellen an alle Radio 1 Hörer. Falls Sie sich auskennen mit Modellautos und Autobahnen, gibt es Faller noch? Ich würde so gerne meine Carrera-Bahn gegen eine Faller-Autobahn umtauschen. Ich weiß aber nicht, ob die Firma Faller noch existiert. Ich habe mal gegoogelt, da gibt es zwar noch Modelle zu kaufen, aber es gibt keinen Direktkontakt mehr zu Faller. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Rufen Sie uns gerne an unter der altbekannten Nummer und sagen Sie mir, wie kriege ich die beiden Autos auf eine Geschwindigkeit bei der Carrera-Bahn? Ich habe die Kontakte auch schon mit so einer Kupferstange so ein bisschen gereinigt. Das habe ich auch schon getan. Liegt es
es an der Stromversorgung? Muss ich mir einen anderen Trafo kaufen? Muss ich das eher enger zusammenstecken? Was genau ist das Problem? Wie kann ich Spaß daran haben an dieser Carrera-Bahn? Und wir haben schon den ersten Anruf. Achso, da ist schon jemand da. Warte mal, ich muss Falco kurz rannehmen, obwohl Kai viel länger wartet. Falco, kennst du dich aus mit Carrera-Bahn? Ja, ein bisschen. Hallöchen, ne? Hallo, wunderbar, dass du anrufst. Hi, vielen, Falco. Vielen Dank. Gibt es Faller noch? Kennst du Faller auch, die Firma? Ja, ist aber schon eine Weile her. Ja, das hatte ich als Kind, das war in den frühen 80er Jahren. Gibt es aber nicht mehr wahrscheinlich, ne? Nee, nur noch unter Sammlern, ne? Ja, da waren die Autos auf alle Fälle viel schöner, weil bei Carrera, da sind das ja immer so Sportwagen. Und die Sache ist, die man fährt ja auch immer nur im Kreis bei so einer Carrera-Bahn, bei einer Fallerbahn, da konnte man so ein bisschen kreativ sich das Ganze noch so strukturieren, mit so durch den Tunnel fahren und so. Da war auch die Spuren viel kleiner und man konnte sich so ein bisschen Grünzeug kaufen und das auf eine Tür, eine alte Tür kleben und sich so ein richtig schönes Gelände machen. Was kannst du mir sagen, wie kann ich meine Carrera-Bahn zu dem, dass es den gleichen Spaßpensum irgendwie erreicht wie Faller? Was kann ich da machen und wie kann ich diese Kupferdrähte so bringen, dass die Autos gleich schnell fahren oder schneller werden? Also was die Fallerbahn angeht, kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Ne? Okay, dann gehen wir zur Carrera-Bahn über. Genau, was die aktuelle Carrera-Bahn nämlich angeht, müsst ihr erstmal wissen, was du überhaupt hast, analog oder digital. Und danach ist entscheidend, welche Autos nachher also, wirklich schneller fahren. Es gibt digitale Carrera-Bahnen? Ja, genau. Ich glaube, ich habe eine analoge. Woran erkenne ich das? Du erkennst die digitalen, wenn du Spurwechsler mit drin hast, wo du Weichen mit drin hast. Das ich habe Weichen mit drin. Ich kann von einer Spur in die andere fahren. Ja, es gibt aber auch Zwangskreuzungen, wo die auf jeden Fall rüberfahren. Ja, ja, Zwangskreuzungen habe. Nee, so, ich habe Zwangskreuzungen. Das ist analog. Ja, analog habe ich. Dann hast du noch alte Schleifer und die musst du natürlich entsprechend gerade biegen, dass die auch vernünftig Kontakt haben. Ja, ich habe die aber gerade gebogen, gerade geht's gar nicht mehr. Ja, ich habe es genauso gemacht wie damals Wagner bei seinen Schützlingen, die wir im Orchester gespielt haben. Die wurden ja auch ordentlich gerade gebogen. Ja, genau. Wenn du die aber komplett am Unterboden dran hast, dann haben die keinen Kontakt zur Fahrbahn, wenn du Pech hast. Ach, verstehe. Und dann musst du die eventuell auch ein bisschen breiter fächern, ne? Dass die wie so ein aufgeklappter Fächer sind, aber auch wieder nicht zu breit. Ja, weil wenn zu viel Reibung ist, dann werden die auch zu langsam, ne? Ja, das ist, wenn die Hinterachse schleift. Ja, genau. Ansonsten warte, mich schon mal Lutz kurz dazu. Haben. Lutz, sag mal, erzählt der Falco gerade Blödsinn oder liegt es wirklich daran? Was Falco jetzt erzählt hat, keine Ahnung. Ich habe auch von Carrera-Bahn keine Ahnung. Cool, dass du anrufst trotzdem. Ja, hi Lutz, wer bist du denn? Ich wollte einfach auch ein bisschen dummes Zeug erzählen. Nein, aber ich habe mich mal einmischen wollen wegen der Faller-Geschichte. Ja. Also die Firma scheint sich bester Gesundheit zu erfreuen. Also schlicht und ergreifend www.faller.de. Es gibt doch einmal im Jahr übrigens die Faller-Festspiele in Bayreuth. Da werden die berühmtesten Automodelle teilweise auch mit ganz berühmten also Regisseuren. Es gibt Neuheiten 2013 genau. Und alles mögliche und auch ein K-System. Also wenn du da wirklich irgendwie an Faller interessiert bist, ist ja gar kein Problem anscheinend. Ja, Faller ist, glaube ich, aber ein bisschen teurer auch noch als Carrera, weil das ist ja wirklich was für Autoliebhaber, wer Carrera mehr was für die Prolls ist zu Hause. Falco, hast du eine Carrera-Bahn zu Hause, Falco? Ja klar, wir haben hier die größte digitale Carrera-Bahn Deutschlands zu stehen, ne? Ach, die habt ihr da stehen, weil du das beruflich irgendwie vertreibst oder hast du die bei dir zu Hause stehen? Nee, um Gottes Willen, weil die Carrera-Bahn hat 54 Quadratmeter, sowas hat man nicht mehr zu Hause. Und wo kann man dich da besuchen kommen und sich das mal anschauen? Oh, mein Schöneberg, Dominikostraße 43. Da werde ich morgen sein. Echt? Ja, komm ich morgen rum. Dann kriegst du Kaffee. Ja, wirklich. Habt ihr morgen auf? Na klar, von 10 bis 19 Uhr. Kann ich meine Carrera-Bahn mitbringen und du schaust dir das mal an mit den Kontakten? Aber perfekt, morgen ist der Erik sogar da und der hat auch total die Ahnung davon. Der wird eins mit dem Auto, wenn er eine Carrera-Bahn nur sieht, oder? Definitiv, der ist da drauf geeicht. Da. Dominikusstraße 43, wann genau. Habt ihr auf? Von 10 bis 19 Uhr. 10 bis 19 Uhr, ich habe um 11 Uhr morgen noch ein Meeting mit meinem Management und danach würde ich dann vorbeikommen. Du, dann nimm das Management mit, weil hier können bis zu 6 Leute gleichzeitig fahren. Sechs Leute gleichzeitig fahren. Ich habe aber Management, also ich habe einen Befehlsstab von 20 Leuten. Ob das jetzt also. Wir haben zwei Bahnen, 12 kriegst du unter und die anderen müssen einsetzen. Da klappt schon, ne? Die anderen können inzwischen ja irgendwie Wagner mit dem Mund nachspielen. Irgendwie so A Cappella Wagner oder eben. Gut, Falco. Vielen Dank für deinen, für den Tipp, auch den Ausflugstipp für alle Berliner, die morgen am Heiligen Montag, der quasi der bekannteste Ausflugstag der Woche ist. Ist morgen Feiertag. Wir müssen was erleben. Nein, ist morgen nicht. Der Heilige Montag ist morgen. In Leipzig ist morgen Feiertag, aber nicht in Berlin. Okay. Falco, vielen Dank. Wir sehen uns auf alle Fälle. Wie heißt denn die Örtlichkeit? Ist es auch noch so Carrera? Genau, ist ein Carrera-Bahn. Slothaus heißt der. Slothaus. Ja. Slothaus. Okay, das sind nur geile Schlampen, die dann nicht irgendwie mit der Carrera-Bahn fahren. Slot. Okay. Gut. Ich komme auf alle Fälle diese Woche rum. Ich versuche mal es morgen gleich zu schaffen. Alles klar. Grüß den Erik von mir. Er soll die Autos schon mal heiß fahren. Ja, da. Tschüss. Tschüss. Du, Lutz, und vielen Dank auch für den Faller-Tipp an dich. Ich werde mich Olli, noch ganz mal... Olli, ganz kurz mal bitte. Ja.
Wir versuchen hier seit anderthalb Stunden mit Wagner irgendwie die kulturell interessierten Radio 1-Hörer ans Radio zu fesseln. Und weißt du, wer hier anruft, sobald du einmal Carrera sagst? Die ganzen alten Modellbautypen von früher, die das Tageslicht scheuen. Das sind nämlich unsere Hörer. Wir müssen komplett umdenken. Wir machen ja, das war ja auch deine Idee. Ich wollte von Anfang an über Carrera reden. Du wolltest halt über Wagner reden. Das war nicht meine Idee, Jan Böhmermann. Ich habe gesagt, lassen Sie über meine Carrera-Bahn reden. Dann können wir nächste Woche über irgendwie, keine Ahnung, über Retro-Games sprechen, über Eissorten aus den 80ern. Ich glaube, da rufen die Leute wahnsinnig viel an. Und bei Wagner, da hat einfach keiner eine Meinung zu. Ich glaube, Wagner ist auch zu lange schon, der ist ja zu alt. Lutz, da hast du auch eine Fallerbahn zu Hause, vielleicht auf 54 Quadratmeter? Nein, ich glaube, meine letzten Reste Fallerzeugs habe ich irgendwie vor knapp 40 Jahren weggeschmissen. Ach Mensch, dann danke trotzdem für den Tipp. Ich werde mich morgen gleich mal auf der Homepage rumsuhlen. Ja, und da gibt's alles, also Car-System Digital 3.0. Oh Gott, dass die jetzt auch so aufgemobelt haben. Das finde ich aber schade, weil ich fand, also dieses Anachronistische mochte ich halt gerne an Fahrern. Ne? Volles Rohr hier. Lutz, auf die gute alte Zeit. Kuss, wohin du willst, dein Olli Schulz. Oh. Tschüss. Tschüss. Das ist wahrscheinlich bei Faller und bei Carrera so ähnlich wie bei Radio 1. Da kommt irgendwann ein neuer Chef, der revolutioniert das komplette Carrera-Programm oder das komplette Faller-Programm. Und die ganzen alten Faller-Sammler und Carrera-Maniacs, die sind total enttäuscht, weil es nicht mehr so ist wie früher. So old-fashioned, handbetrieben, analog. Ja. Irgendwie, weil es neu ist und weil es stinkt und weil man das Neue ist. In Deutschland mag man Neues nicht. Man mag gern Altes, deswegen ist Wagner auch noch immer so beliebt. Ich habe damals tierisch Ärger bekommen mit meiner Fallerbahn, um das auch nochmal kurz zu erwähnen. Ich habe damals diese Modellautos mit Tigerbenzin übergossen und habe die dann fahren lassen, brennt. Und das war dann gar nicht so witzig, weil die ganze Wohnung hat... Ja, ich habe teilweise Fallerautos gehabt und habe die bis zum Hals im Wald eingebuddelt und habe die einfach mal eine Nacht da liegen lassen. Am nächsten Morgen bin ich dann hingekommen und habe die einfach mit Tigerbenzin übergossen. Oder ich habe teilweise Fallerautos auf Skateboards gespackst. Hast du? Einfach so aus Spaß. Ach, du bist ein kranker Typ. Wir haben Kai noch in der Leitung. Kai war nämlich Montag bei einer Wagner-Aufführung. Ist es richtig, Kai? Ja, das ist richtig. Und zwar sogar direkt in der Geburtsstadt in Leipzig. Und, oh. Ja. Hallihallo. Und was hast du gesehen? Parsifal. Erstmal muss man sagen, in Leipzig können Wagner-Fans mit dem Zeppelin anreisen, denn der Hauptbahnhof Leipzig ist der einzige Hauptbahnhof Deutschlands, der total Zeppelin-ready ist. Man kann mit dem Zeppelin, mit der Hindenburg zum Beispiel, direkt im Leipziger Hauptbahnhof trockenen Fußes aussteigen, weil das eine so gigantische Wagnereske Mega-Entreehalle hat. Auf jeden Fall. Gigantisch, und dann bist du da quasi über gigantische Heerstraßen zum Leipziger, wie heißt denn das da, wo? Gewandhaus. Oper. Kai, hast du eine soziale Studie gemacht? Was waren da für Leute im Publikum? Waren das ganz normale... Wolle-Petri-Fans? Waren das einfache Menschen? Waren es Proleten? Waren das so Freiwild-Fans? Waren da Leute mit Rammstein-Aufnähern auf der Jacke? Was war da los? Ja, ich war ja Teil des WF-Gotik-Treffens. Das heißt, man hat dann... konnte man auch rein. Ja. WF-Gotik ist wichtig, dass man es so ausspricht, sonst verstehen es die Ostdeutschen nicht. Wie bitte? WF-Gotik. WF-Gotik. Kannst du mal Solarium sagen? Solarium. Nee. Ja, aber also für dich wahrscheinlich Ruhe im Solarium. Und was hat denn Gotik direkt mit Wagner zu tun? Wo ist der magische Verbund? Ach, naja, mittlerweile ist es ja ein großes Musiktreffen. Verschiedene Musikrichtungen. Und also ich denke, das war einfach angeboten, dass 100 Plätze da für die sogenannten Schwarzen da freigelassen werden. Und, für die Schwarzen? Ja. Das hätte Wagner aber nicht gefallen. Ja gut, ihm hätte ja auch nicht gefallen, dass er in Leipzig geboren wurde. Dass er was? Dass er in Leipzig geboren wurde, hat ihm auch nicht gefallen. Hätte ihm nicht gefallen, unter heutigen Umständen. Ja, nee, also es wurde ja eigentlich in Bayreuth, er hat ja glaube ich verfügt, dass nur noch in Bayreuth sein Zeug aufgeführt wird. Genau, weil da ja ohnehin die Wagner-Festspiele sind. Ja, und dann hat man das dann doch sozusagen seinen Willen langsam verwässert und dann durfte er wohl auch in anderen Städten aufgeführt werden. Kai. Also, ja, möchtest du noch etwas anderes als mein Dialekt? Nein, Entschuldigung, dass ich so oberflächlich bin, aber hey, jetzt Radio 1, das ist das neue Radio 1. Wir waren früher deep, jetzt sind wir halt nur noch auf der Oberfläche. Und bist du so ein richtiger Schwarzkittel? Also so einer, der so komplett in der Gotik-Szene aufgeht und auch so deine Lakaien hört und sich so beim Tanzen mehr so auf den Boden guckt und so und mit so Fledermausflügeln so über die Tanzfläche webt wie eine kleine Amöbe? Also wie irgendwas Tolles? Also wie? Nö, also meistens höre ich dann meine Lakaien. Also ich hatte auch was Weißes an, als ich jetzt auf die Oper gegangen bin. Also ja. Das war kein Problem. Ein invertierter Gothic-Fan. Und kann man sich zu Wagner bekennen oder ist das mehr auch so eine grenzwertige Sache? Ach, naja, in der Gothic-Szene. Ich denke schon, zur Musik kann man es jeder bekennen. Ich denke, zu seinen Statements politischen sollte man sich vielleicht nicht bekennen, aber
letzten Endes, was ich euch noch erklären wollte, war vielleicht auch, dass die ganze Filmmusik ja teilweise auf Wagner aufbaut jetzt. Also dieses Leitmotiv vor allen Dingen. Das hat er, glaube ich, als erster sich ausgedacht. Also das darf man nicht verwechseln mit dem Leitwolf. Das war ja Lothar Matthäus. Das gibt ja auch eine Verbindung zu gestern. Oder der Coke Light ist ja Alexandra Maria Lara. Stimmt. Ja, oder Supraleitung, muss man auch aufpassen. Ja. Oder Kai, ich würde gerne noch stundenlang mit dir weitersprechen, aber wir haben noch so viele Leute in der Leitung. Ja, ich sage einmal Kuss auf den Schwarzkittel und wir sehen uns auf dem nächsten Gotik-Treffen in Leipzig. Ja, Olli, ganz kurz. Tschüss Kai. Wir müssen ganz kurz mal eben rüberschalten ins Gehirn von Richard David Precht, weil immer wenn der Sendung hat, da passieren richtig interessante Sachen, beziehungsweise wenn der keine Sendung hat, da passieren richtig interessante Sachen in seinem Kopf. Hast du Lust, ganz kurz mal eben rüberzuschalten? Zu Richard David Precht? Ins Gehirn von Richard David Precht. Ja. Eine Sekunde, ich muss mal kurz den Hebel um. So. Also wir finden uns jetzt im Gehirn von Richard David Precht. Warte mal, ich müsste... Hör mal. Er ist noch nicht da. Doch, hör mal. Irre, oder? Krass. Das ist... Ich habe mich immer gefragt, was im Kopf von Richard David Precht eigentlich so los ist. Hörst du es? Das geht in eine Leere. Nee. Das ist Rauschen. Das wirkt nur für den Unwissenden, wirkt es nur so. Das ist wie, es gibt ja Tiere, die können bestimmte Wellenlängen akustisch und optisch wahrnehmen, die uns Menschen ja völlig verschlossen sind. Und so ist es auch mit dem, was in dem Gehirn von Richard David Precht abgeht. Hör mal. Dankeschön. Das reicht. Ich wollte einmal kurz reinschalten, einfach weil es interessant ist für Radio 1 Hörer vielleicht, um auch so ein bisschen nochmal Deepness zu emulieren. Ja, absolut. Oh, was ist das jetzt schon wieder von Wagner? Das ist jetzt Wagner Yes Sir I Can Boogie. Jetzt habe ich noch eine echte Sensation zum Schluss der Sendung. Ich habe eine echte Zeitzeugin, die schon mal in Bayreuth war. Ach du je. Christina. Ja, hallo. Christina, hey, Christina, du warst tatsächlich schon mal da in Bayreuth? Ja, zweimal sogar. Und bist du da selber gekommen oder hast du einen sehr reichen Mann, der dich da durch Kontakte... Ich hatte damals einen reichen Freund. Du hattest einen reichen Freund aus gutem Hause, oder? Ja, also... Weil du eine schöne Frau bist. Ja, das kommt noch dazu, ne? Nein, Quatsch. Doch, du bist eine schöne Frau, oder? Ach, Olli. Trefft euch doch mal privat. Damals hat's gereicht. Hallo, jetzt Content, ja, bitte Content. Und aus welchem Milieu kam dieser Freund? Nein, er hat unten studiert und damals noch, das ist ja dann so, dass man da zu diesen Wagner-Freunden gehören muss und dann schon jahrelang da eingezahlt haben muss und. Was und, muss man da eingezahlt haben? Monatlich oder jährlich oder wie geht das? War sein Opa, das weiß ich damals nicht. Und der war schon etwas älter und hatte keine Zeit mehr hinzugehen. Und dann gab es immer jede Menge Karten und die wurden dann innerhalb der Familie so aufgeteilt. Und dann durften wir mal hin. Krass. Und ich als einsamer Radio 1-Moderator dürfte nicht nach Bayreuth zu den Wagner-Festspielen, ja, oder? Ja, doch. Musste ich halt auf eine Liste setzen und entsprechend lange warten. Hat sich das denn gelohnt? War das denn die ganze Anstrengung? Ja, man kriegt so, dann wird der Hintern leicht taub, weil da ist halt nur so eine holzige Bestuhlung und angeblich wegen der Akustik und... Aber ansonsten ist das echt schon hörenswert, sehenswert. Fühlt man sich auserwählt, wenn man dann da ist? Nö, eigentlich nicht, ist eigentlich egal. Also, was gibt's denn zu essen da? Gibt's da so Bockwurststände und so Popcorn? Ne? Also, oder gibt's da so besondere, oder gibt's da wirklich Wagner-Pizza? Was gibt's denn da drumherum? Und gibt's da Merchandise? Gibt's da Wagner-Becher? Gibt's Merchandise-Artikel? Also gibt's irgendwie Shirts zu kaufen oder Sweater oder Longsleeves, Shorts, Bandanas? Gab's damals noch nicht. Schleckis. So das Publikum, da laufen ziemlich viele, war lustig. Also weiß ich nicht, warum jetzt Wagner so angesagt ist, unbedingt bei Homosexuellen und, also weiß ich nicht. Moment mal, ganz kurz, was ist denn das jetzt hier für eine Unterstellung? Ja, wusste hast ich, du, dass du dazu was sagst. Hast du denn da Leuten ihre Homosexualität am Gesicht abgelesen oder was ist das jetzt quasi schon für eine Wagnereske Einteilung von Menschen nach ihrem Äußeren? Was ist denn da los bei dir? Überhaupt nicht, finde ich absolut in Ordnung, fand ich klasse. Nein, aber die... Woher weißt du denn, dass das Homosexuelle waren, die da unterwegs waren? Die Männer auf der Bühne müssen sich schminken. Mehr sehr gut angezogen, zwei Männer dann da wirklich Hand in Hand rumlaufen. Entschuldige mal, Männer, die sehr gut angezogen sind, sind doch nicht zwangsläufig homosexuell. Jan Böhmermann und ich moderieren immer Hand in Hand. Und gut angezogen sind wir sowieso. Ja, die waren zumindest besser angezogen als, weiß ich nicht, damals, wer war da noch? Margot Werner. Die hat noch gelebt, die große alte Frau des Damentennis. Das war noch davor, 1900 oder so. Also ist quasi der sind die Wagner-Festspiele in Bayreuth sowas wie der ESC für die Gehobenen? Nee, da sind nicht unbedingt nur Leute mit Geld, sondern einfach nur die Spaß an der Musik haben, ne? Die einfach mal eine gute Zeit haben wollen. Ja, ganz genau. So die sich fünf Stunden sich ruhig hinsetzen wollen, nicht klatschen, möglichst ernst gucken und möglichst interessiert tun und
das Gesicht verkneifen, wenn der Hintern wehtut. Aber die haben dann auch alle wie so Rentner, die so solche Sitzkissen dabei. Mhm. Ich laufe dann da in der Pause mit in der Hand mit rum, weil es da echt so unbequem ist auf den Holzstühlen. Meinst du, es gibt ja Überschneidung zwischen den Gästen, die am Wochenende in die Großraum des so Kontrast gehen und dann am nächsten Wochenende vielleicht nach Bayreuth zu den Wagner-Fest spielen? Gibt es Leute, die beides, die so ein Parallelleben führen? Ja, ja, wirklich? Logisch. Ja, sicher. Ihr würdet da auch hinpassen, also was soll's. Ja, wenn ich mal eine Einladung kriegen würde. Ja, aber uns lädt ja keiner ein. Sind. Ach Quatsch, das ist also ganz normal. Und ja, dann kann doch mal dieser Clubbetreiber da aus Bayreuth sich hier mal ein paar Karten locker machen, uns mal bei Radio 1 einladen. Ja, dann fahren Olli und ich zu Wagner nach Bayreuth, machen wir so eine Reportage von vor Ort und so. Vielleicht springt ja das RBB-Fernsehen auch mit ein. Die sind ja wahnsinnig schnell dabei, wenn es mal irgendwie im Fernsehsendung geht für junge Leute. Da, ja. Ja. Aber ich habe da leider keinen Draht mehr zu den Leuten. Also wir könnten doch für die ARD mal Wagner jungen Leuten beibringen. Einfach das mal können wir machen. Und dafür können auch die Wagner-Leute mal mit mir zu Hause im Wohnzimmer auf meiner Carrera-Bahn fahren. Und wir machen so ein Duell, Olli. Wir setzen uns bei Wagner ins Publikum und wer zuerst kotzt, hat verloren. Apropos Carrera-Bahn, das scheint im Moment total angesagt sein. Wirklich? Ja, so in dem Alter, so Mitte 30, geht das nochmal, glaube ich, los. Ne? Bin ich in der Midlife-Crisis, Christine? Was hörst du da raus aus meinen ganzen Schilderungen mit der Carrera-Bahn? Ich bin sympathisch. Ja, aber man kann auch ein bisschen Kind bleiben noch, ja, oder? Ja, weiß ich nicht. Leute so aus meinem Bekanntenkreis, die fangen dann auch nochmal an, die alten Sachen durchzukrempeln oder ärgern sich, dass sie vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt verkauft haben. Bei mir liegt es auch ein bisschen daran, dass ich so ein bisschen jetzt mit Ende 30 in der Lehre angekommen bin. Ich habe alles Mögliche schon erlebt in meinem Leben, was ich toll fand. Jetzt brauche ich so ein neues Hobby, irgendwas, was mir Spaß macht. Ja, du hast eine Tochter. Ja, ja. Wenn du einen Sohn hättest, dann wäre das anders. Ne? Also das habe ich festgestellt, viele Leute, die eine Tochter bekommen haben, die kompensieren das sind dann enttäuscht. Damit, dass ich keinen Sohn gekriegt habe. Ja, Jan und ich sind beide wahnsinnig enttäuscht darüber. Ja. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich meine, also Töchter zu bekommen ist wirklich leider. Ich kann das verstehen, warum viele Leute nicht gerne eine Tochter bekommen. Ich habe drei Nichten, auch alle in dem Alter. Ja, 4, 8 und 12. Ja, also meine Tochter läuft jetzt schon rum wie ein Junge. Natürlich, da sorge ich jetzt schon für, dass sie so klamottentechnisch auf alle Fälle aussieht. Aber mein Bruder hat sich dann einen Hund gekauft, einen Rüde, zum Ausgleich. Zum Ausgleich zur Tochter? Ja, weil cool. Viertes Kind, da will keiner mehr. Und nachdem das dritte dann auch eine Tochter geworden ist, da muss der Hund herhalten. Ne? Ja, und meinst du, die dritte Tochter denkt dann irgendwann, ja? Olli, ich sehe jetzt hier gerade, langsam kommt der Abspann hier schon reingefahren. Oh Mann. Aber redet gerne weiter. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wagner, dass der läuft, oder? Ja, Peter, hier ist Beleuchtung, Peter. Jürgen König, Produktion. Redet weiter, ist der Abspann läuft. Christina, ich möchte dich ganz doll an meine Herren. Stell dir Folgendes vor, wir beide sitzen in einem ganz kleinen dunklen Raum. Ich komme in deine Nähe, drück dich an meine Affenbrust, im Hintergrund läuft Wagner, wir essen gegenseitig, essen wir auch noch Pizzastückchen von Wagner, haben die im Mund und um uns herum fährt immer eine Carrera-Bahn. Ein Traum. Und damit beenden wir diese Sendung. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Danke, es ist selten, auch. Viele Radio 1-Hörer schämen sich ja für uns. Du warst irgendwie dabei heute, wenn es hieß 200 Jahre Wagner. Das Produktion, Redaktion, Susanne Windisch. Tschüss. Mach's gut. Hanna Ender ist hier dabei. So. Wer ist dabei? Ja, was? Das war Radio 1, sanft und sorgfältig für heute. Ich könnte noch eine Stunde machen, ne? Ich würde die Sendung ja mit einem Sinnspruch beenden. Hast du einen? Wenn es beim Urinieren brennt, 112 rufen. In diesem Sinne. Haben Sie eine schöne Woche. Nächste Woche sind wir aufgezeichnet, aber nichtsdestotrotz genauso unlustig wie heute. Don't forget the streets, don't forget the struggle. Bis dann. Ciao.